So, und dann du kannst ja direkt schon mal auf totale Oder so, lass es einfach so, ist auch gut. So, hört man mich? Ja, ein bisschen leise. Dann kannst du es lauter stellen, das können wir gleich machen, aber die Frage ist hauptsächlich, ob man überhaupt was hört. Das ist schon mal gut, alles klar. Ja. Und jetzt würde ich es einmal wieder zurückschalten auf die totale Anfang, damit wir jetzt. Später in, genau, jetzt müsste man uns wieder hören. Und jetzt kannst du direkt Okay. wieder zu auf die totale Anfang zurückschalten. Und Verwirrt. Ich sehe Ja, es ist hier. genau, alles klar. Aber Jo, du. wir sind jetzt auf Sendung, wollten wir noch nicht, aber im Grunde.
Ja, dann sind wir jetzt endlich auf Sendung. Ich hoffe, Sie können uns gut verstehen. Herzlich willkommen heute zu unserem weiteren Online-Vortrag. Das Planetarium muss leider noch geschlossen bleiben. Sie haben es wahrscheinlich aus den Medien erfahren. Deswegen machen wir heute weiter mit einem Online-Vortrag. Und heute begrüße ich Sie ganz herzlich hier live aus dem LWL-Planetarium in Münster. Denn der Vortragende ist nämlich heute unser Planetariumsleiter, Herr Dr. Björn Voss, der heute seinen Vortrag hier halten wird. Bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich noch kurz was dazu sagen. Und zwar können Sie jederzeit Fragen stellen. Die können Sie gerne in den Chat eintippen bei YouTube. Am Ende werden wir auf jeden Fall auf die Fragen alle eingehen. Können Sie also jederzeit eintippen und am Ende werden die dann beantwortet. Nur keine Scheu, Fragen sind immer gut. Um was geht es denn heute? Naja, Björn ist ja ein ganz großer Produzent der Planetariumshows. Und da gab es eine gewisse Kooperationsprojekte auch mit anderen Planetarien, die hier am LWL-Museum produziert wurden. Und das heutige Thema vom Urknall zu Menschen, das ist auch der Titel einer ganz besonderen Show, die hier zusammen mit anderen Planetarien produziert wurde am LWL-Planetarium. Und ja, im Prinzip gehen wir auf eine ganz lange Reise vom ganz Anfang, ja, dem Urknall bis, ja, was passiert eigentlich alles, bis wir am Ende als Menschen hier sind. Und als Produzent der Show haben wir also sozusagen den besten Experten dann dafür heute hier. Und ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Frage vom Urknall zu Menschen, was ist alles passiert? Dann gehen wir los. Ja, auf geht's. Eine weite Reise ist es, die wir vorhaben. Und Tobias hat gerade schon den Rahmen und den Anlass erläutert. Die Vorführung selber werden wir jetzt nicht zeigen. Einzelne Ausschnitte, einzelne Szenenbilder werden vorkommen. Es soll ein bisschen um die wissenschaftlichen Hintergründe gehen, der all dieser Etappen bis zur Entstehung des Menschen, die es gegeben hat. Drei Bilder zeige ich hier. Sechs Etappen verbergen sich dahinter. Nummer eins, der Urknall. Nummer zwei, die Sonne und die Milchstraße. Nummer drei, die Erde. Vier, das Leben. Fünf, Tiere und Pflanzen vielleicht auch. Und Nummer sechs, natürlich der Mensch. Wir haben eine weite Reise vor und um das ein bisschen zu gliedern, haben wir uns ein Modell überlegt, das weit verbreitet ist, auch in dieser Vorführung Zeitreise benutzt wird, das kosmische Jahr. Was meint man damit? Ein gedachtes Jahr, bei dem der Beginn, der 1. Januar 0 Uhr, der Urknall ist und das Ende des Jahres, 24. Dezember, 33. Dezember, 24 Uhr, der heutigen Zeit entspricht. Dann kann man das umrechnen. Ein Monat dieses kosmischen Jahres wären dann etwas mehr als 1 Milliarde Jahre, ein Tag knapp 40 Millionen Jahre und so weiter, bis hin zu einer Sekunde über 400 Jahre. Mit diesem Rüstzeug bewaffnet soll es jetzt also losgehen. Wir beginnen mit der ersten Etappe, der Urknall und die chemischen Elemente, auf denen nachher alles basieren soll. Der Urknall und alles, was passiert, ist im Grunde sehr gut zusammengefasst in diesem schönen Diagramm des CERN, des berühmten Kernforschungszentrums in der Schweiz. Im Grunde könnten wir jetzt eine Stunde nur über dieses Diagramm reden. Ich gebe zu, das wäre nicht ganz sinnvoll. Wir werden es ein bisschen bunter gestalten. Aber im Grunde zeigt das die ganze Entwicklung vom Urknall, die Ausdehnung des Universums, die Entstehung bestimmter Stufen in der Physik bis hin zu den Milchstraßen. Und ganz am Ende sehen Sie hier den Menschen, der darüber nachdenkt oder den Menschen, der als Künstler diese Statue des Nachdenkenmenschen erschaffen hat, Kunst und Wissenschaft hier, wenn man so will, als Höhepunkte des kosmischen Jahres. Tatsächlich, diese Grafik zeigt gut, was unmittelbar nach dem Urknall passierte. Alles Weitere schauen wir uns nachher in Ruhe an. Woher wissen wir also, was passiert ist? Woher wissen wir, dass es einen Urknall gab? Im Grunde können wir das anhand der Ausdehnung des Universums zurücküberlegen. Die Milchstraßen, die hier als kleine Spiralwirbel gezeigt sind, von denen weiß man seit etwa 100 Jahren, dass die sich in alle Richtungen ausbreiten im Weltall. Das Weltall vergrößert sich, die Milchstraßen gehen auseinander. Und das bedeutet, wenn man das gedanklich umkehrt, früher waren sie näher beisammen. Sehr viel früher waren sie sehr viel näher beisammen, bis hin zu dem Punkt, dass man sich vorstellen kann, die haben sich durchdrungen, die haben ein großes Ganzes gebildet. Das Universum war zu Beginn nicht dunkel und leer und hier und da mal ein Stern, sondern es war heiß, von heißer, energiereicher Materie erfüllt, wie im Inneren eines Sternes und noch heißer. Und wenn man das erst einmal weiß, das ist zwar erstmal nur eine Vermutung, es gibt auch einen Beweis, den liefere ich Ihnen gleich im Anschluss. Wenn man das erstmal vermutet, dann kann man mit dem Rüstzeug der Physik, der Kernphysik, der Teilchenphysik darangehen und genau sagen, was müsste denn bei welcher Hitze passiert sein? Wenn man das in Gedanken zurücklaufen lässt, wenn man es immer heißer macht, dann verlieren die Atome erst ihre Elektronen, man hat nur noch nackte Atomkerne, einen ionisierten Zustand, Plasma, ähnlich Feuer.
Wenn man es noch weiter treibt, dann lösen sich auch die Atomkerne und schließlich sogar deren Bestandteile auf in die absoluten Elementarteilchen bei immer größerer Hitze, bei immer höherer Energiedichte im Universum. Und so, nimmt man an, war es ganz zu Anfang im Urknall. Ganz zu Anfang, wenn wir das zeitlich einmal durchgehen, dann haben wir hier diesen Moment, in dem es nur elementarste Teilchen gab. Und das erforscht man in der Physik mit so Einrichtungen wie diesem LHC, dem großen Teilchenbeschleuniger am CERN und vielen anderen Experimenten auch. Daraus wissen wir, wie es kurz nach dem Urknall gewesen sein muss. Und das Ergebnis liefert uns direkt auch die Zeitspannen. Wir können direkt sagen, eine Millionstel Sekunde nach dem Urknall sind aus den allerelementarsten Teilchen, soweit wir heute wissen, aus den Quarks, die Protonen und Neutronen geworden, die Bestandteile der Atomkerne, die hier im Hintergrunddiagramm als diese farbigen Kreise gezeigt sind, jeweils drei Quarks darin. Etwa eine Hundertstel Sekunde bis drei Minuten nach dem Urknall haben sich aus den Protonen und Neutronen, diesen großen hier gezeigten Kugeln, die im nächsten Zeitschritt als kleine Punkte gezeigt sind, die ersten Atomkerne gebildet. Kleine rote Punkte, Wasserstoffatomkerne, einfache Protonen, kleine Vierergruppen, Helium, Atomkerne, zwei Protonen, zwei Neutronen und noch ein, zwei schwerere Elemente hinzu. Das ist beim Urknall entstanden in den ersten drei Minuten, die vielleicht wichtigsten drei Minuten im Universum bisher. Nach 380.000 Jahren gab es einen weiteren wichtigen Schritt. Aus Atomkernen und Elektronen bildeten sich die ersten hier als ja, von Orbits umgebenen Atomkern gezeigte Atome. Das sollen keine Planetensysteme sein, das sollen die ersten Atome darstellen hier in diesem Schritt. Nach 380.000 Jahren. Das war ein sehr wichtiger Schritt. Das war 14 Minuten nach dem Urknall, also die Silvesterparty, die Gedachte des kosmischen Jahres ist noch in vollem Gange. Da sind die ersten Atome vorhanden. Und das ist ein wichtiger Schritt, weil an dem Moment das Universum überhaupt erst durchsichtig wurde. Bis dahin war es von heißer Materie, nicht Feuer, aber der beste Alltagsvergleich wäre Feuer, feurig heiße Material, Materie erfüllt. An diesem Punkt wurde das Universum durchsichtig. Und von diesem Punkt an können wir überhaupt etwas darüber herausfinden, über den Zustand, den die Materie hatte, durch direkte Beobachtung. Dazu gleich noch ein Wort. Wäre aber dort jemand als Zeitreisender dabei gewesen, hätte er dennoch kein leichtes Spiel gehabt. Auch kurz danach wäre etwa 400.000 Jahre nach dem Urknall ein Zeitreisender da hinzugekommen. Dann hätte er immer noch dieses heiße Feuer um sich herum gesehen. Warum? Ein sehr wichtiges Handwerkszeug in der Astrophysik ist, gerade wenn man in die Frühphasen des Universums schauen und sie erforschen will, dass man tatsächlich dorthin schauen kann. Wenn ich zum Himmel schaue, schaue ich in die Vergangenheit. Das Licht mit 300.000 Kilometern pro Sekunde braucht zum Beispiel 8 Minuten von der Sonne zu uns. Das heißt, ich sehe die Sonne grundsätzlich immer so, wie sie vor 8 Minuten ausgesehen hat. Ich kann niemals erfahren, wie die Sonne gerade jetzt, in dem Moment, in dem ich mich das frage, aussieht. Ich muss immer 8 Minuten warten. Bei der Sonne spielt es keine große Rolle, die verändert sich in 8 Minuten nicht großartig. Bei den Sternen, wo es um Jahrhunderte und Jahrtausende geht, die ich in die Vergangenheit blicke, spielt es eine Rolle. Und erst recht, Sie ahnen es, bei den Milchstraßen, fernen Objekten im Kosmos, wenn ich Milliarden Lichtjahre weit schaue, dann sehe ich in die Frühzeit des Kosmos, in die Zeit, in der gerade erst alles entstand. Das heißt, ich kann zusehen, wenn ich ausreichend leistungsstarke Teleskope baue. Und dieses Rückblick Phänomen, das kommt jetzt auch hier ins Spiel. Wäre ich als Zeitreisender 400.000 Jahre nach dem Urknall dabei gewesen, dann hätte ich in 20.000 Lichtjahren Distanz 20.000 Jahre zurückgeschaut, auf genau diesen Punkt, in dem noch alles feurig heiß war. Ich hätte um mich herum die Feuerwand gesehen. Sie wäre nicht mehr bei mir gewesen, um mich herum hätte ich sie gesehen. Und das wäre auch zu jedem späteren Zeitschritt so gewesen. Auch heute noch müssten wir in ausreichend großer Distanz die Feuerwand sehen. Und jetzt werden Sie sagen, was redet der da? Ich sehe keine Feuerwand, wenn ich zum Himmel schaue. Das stimmt, die sehen Sie nicht, aber sie ist noch da. Sie hat sich nur etwas verändert und das begann im Grunde schon direkt in dem Moment. Aber merklich wurde es dann 4 Millionen Jahre nach dem Urknall. Da war die Feuerwand für einen gedachten Zeitreisenden nicht mehr zu sehen. Dieses Urlicht des Urknalls oder besser gesagt des heißen frühen Universums wurde da nämlich unsichtbar. Es wurde zu infrarotem Licht. Kurze Erläuterung. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Man teilt Licht nach seiner Wellenlänge. Wenn man sich eine Welle da vorstellt, hier haben wir sie klein, von Wellenberg zu Wellenberg, das ist die Wellenlänge. Je nachdem, wie groß die ist, hat man bei kleineren Wellenlängen höhere Energie, Gamma-, Röntgen- und UV-Strahlung. Dann bei mittlerer Energie, bei Wellenlängen hier von einigen hundert Nanometern, winzig klein, das sichtbare Licht. Und danach kommt das Infrarote. Was nun passiert ist, das Universum breitet sich aus. Und wenn es das tut und da eine Lichtwelle im sich ausbreitenden Universum läuft, dann wird die Welle gedehnt. Wenn das Universum sich verdoppelt in der Größe, wird die Welle in ihrer Wellenlänge verdoppelt.
Und das, genau das passiert. Aus infrarotem Licht, aus rotem Licht, aus sichtbarem Licht wird infrarotes Licht, das unsere Augen nicht auffangen können. Der gedachte Zeitreisende hätte es schön warm gehabt. Überall hätte er Infrarotstrahlung empfangen aus allen Richtungen. Aber er hätte es nicht mehr sehen können. Und diese Infrarotstrahlung ist heute noch da. Wir sehen sie als die kosmische Hintergrundstrahlung. Das war 2,5 Stunden nach Mitternacht. Also die ersten Partygäste gehen schon. Es wird dunkel im Universum, passt zusammen. Zur Hintergrundstrahlung, die wir heute noch sehen können, gleich mehr. Kurzes Resümee, was hat uns das jetzt gebracht? Die chemischen Elemente, das ist der wichtige Punkt aus dem Urknall, Wasserstoff und Helium, die wesentlichen Bestandteile des Universums, auch heute noch, 99% der Materie im Universum, die zwei einfachsten Elemente, aus denen Sterne direkt entstehen und auf Umwegen auch Planeten und wir Menschen. Und ganz wichtig, die dunkle Materie, der Geburtshelfer von allem, was folgen sollte. Ich will nicht erläutern, was dunkle Materie ist. Dazu hatten wir hier in unserer YouTube-Reihe vor 2 Wochen einen Vortrag von Tobias Jokler, meinem Kollegen. Also wenn Sie wissen wollen, woher man weiß, dass es dunkle Materie gibt, worum es sich dabei handeln könnte, schauen Sie einfach in unsere unseren YouTube-Kanal auf dieses Video, auf diesen Vortrag, auf die Aufzeichnung. Das will ich jetzt einfach so hinstellen. Es ist eine zweite Form von Materie entstanden, die nicht aus Atomen besteht, sondern aus einer anderen, noch unklaren Sorte von Elementarteilchen vermutlich, die aber einen Großteil der Masse im Universum ausmacht und die als Geburt, die selber nichts hervorgebracht hat, was wir sehen und anfassen können, was für uns Menschen direkt beeinflusst, aber ohne die wären wir nicht da. Warum? Kommt gleich. Das ist der Beweis, dass der Urknall wirklich zu einem frühen, heißen Universum führte, dass es wirklich einen Urknall gab. Das ist die Mikrowellenstrahlung, ein Bild, eine Himmelskarte dieser Mikrowellenstrahlung, die wir heute aus allen Richtungen im Kosmos empfangen. Entdeckt wurde das in den 60er Jahren von Penzias und Wilson mit der Antenne, die hier im Hintergrund abgebildet ist. Und genau vermessen zu dieser Karte, die wir im Hintergrund sehen, wurde es von einem NASA-Satelliten WMAP, der diese Unterschiede, diese winzigen kleinen Unterschiede dieser Hintergrundstrahlung, die fast gleichmäßig aus allen Richtungen kommt, aber eben nicht exakt gleichmäßig gemessen hat, dieses Fleckenmuster ist eines der wichtigsten Handwerkszeuge der Astronomen. Dieses Bild ist ein Babyfoto des Universums. Es ist die älteste Beobachtung, die man direkt machen kann im Universum. Und es zeigt uns die Zustände, die kurz nach dem Urknall 380.000 Jahre danach herrschten. Diese kleinen Punkte, die man sieht, rote und gelbe Punkte, sind Stellen, wo das Universum etwas heißer war, die blauen Stellen, wo es etwas kühler war. Diese Punkte, diese Flecken sind die Kondensationskeime, aus denen alle späteren Strukturen, große Strukturen, Milchstraßen und Galaxienhaufen wachsen sollten. Früher alles nur dunkle Materie und Wasserstoff und Heliumgas, aber daraus wollte ja etwas werden und das brauchte als Kondensationskeime diese winzigen frühen Inhomogenitäten, die man hier gefunden hat. Wie ging es nun weiter? Es war dunkel im Universum, vom 1. Januar 2:30 bis zum 6. Januar. Am 6. Januar im kosmischen Jahr entstanden die ersten Sterne. Und die entstanden aus dem Wasserstoff- und Heliumgas. Diese ersten Sterne waren noch anders als unsere Sonne und als Sterne, wie man sie heute kennt. Heute gibt es keine Sterne dieser Art mehr. Die sind unter ganz anderen Umständen entstanden. Aus reinem Wasserstoff- und Heliumgas. Sie waren größer und heißer als heutige Sterne. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, mit dem Prinzip, wie Sterne entstehen. Das ist wieder das Prinzip, wie beim Urknall, wie bei einer Luftpumpe. Wenn ich etwas zusammendrücke, wenn ich Gas zusammendrücke, wird es heiß. Und genauso war es hier. Die Schwerkraft führte dazu, dass Teile so einer solchen Gaswolke zusammengepresst wurden, unter dem Druck der Schwerkraft zusammenrückten, hier in dem Bild durch diese Pfeile visualisiert. So sah es im frühen Universum übrigens nicht aus. Die Sterne im Hintergrund gab es noch nicht. Nur das ist ein Szenenbild, das kriegen wir später, wenn es um die Entstehung der Sonne geht. Aber das Prinzip war das gleiche bei den ersten Sternen. Gas wurde durch Schwerkraft zusammengedrückt auf engem Raum und dabei wurde es im Zentrum heiß. So heiß, dass es leuchtete, dass Kernfusion begann, dass ein Stern da war. Das Problem dabei ist, dass die Hitze dem immer entgegenwirkt, als Gegendruck. Und um wirklich einen Stern entstehen zu können, um diesen, wenn man so will, Gegendruck der Hitze überwinden zu können, gibt es 2 Rezepte. Erstens, ausreichend viel Materie. Wenn ich genug Materie habe, gewinnt die Schwerkraft. Bei einigen 100 Sonnenmassen war das früher im frühen Universum so, dass die Schwerkraft gewonnen hat und dadurch eben so große Sterne hervorgebracht hat. Eine zweite Methode ist, den Gegendruck der Hitze zu verringern, indem man für Kühle sorgt, indem man Energie, Hitze, Energie wegtransportiert durch Kühlung. Das geschieht heute, im heutigen Universum, dadurch, dass geringfügige Beimengungen schwererer Elemente, Kohlenstoff, Sauerstoff, genauer gesagt, Beimengungen von Molekülen, die daraus bestehen im Universum,
darin hat, die sind in der Lage, effizient die Hitze abzuführen, indem sie sie aufnehmen und abstrahlen. Im frühen Universum, bei den ersten Sternen, ging das noch nicht. Die hatten nur den einen Weg zur Verfügung, riesengroß werden, ansonsten hätten sie nicht entstehen können. Und sie waren kurzlebig. Große Sterne sind immer kurzlebig, heute genauso wie damals, sind nur wenige Millionen Jahre lang im Universum gewesen, nach wenigen Minuten im kosmischen Jahr schon jeweils in einer Supernova-Explosion wieder vergangen. Auch darauf will ich nicht im Detail eingehen. Was ist eine Supernova? Wie kommt es dazu? Eigentlich, wenn es nicht Corona gäbe, hätten wir heute einen Vortrag von einem Gast aus Garching bei München vom Max-Planck-Institut für Astrophysik, Professor Janka, der genau darüber, über Supernova-Explosionen gesprochen hätte. Dem will ich jetzt nicht vorgreifen, kann ich auch nicht so gut wie er. Den Vortrag haben wir verschoben. Ich spare es daher heute aus. Wie das genau abgelaufen ist im frühen Universum, wissen wir aus Computersimulationen. Und das ist in der Astrophysik ohnehin immer eine wichtige Methode. Ein Wechselspiel, dass man einerseits Beobachtungen mit Fernrohren macht und andererseits dann das, was man gefunden hat, in Computermodellen verarbeitet, in denen man die gefundenen Ausgangsbedingungen durch Beobachtungen gefunden und die bekannten physikalischen Gesetze, etwa die Schwerkraft, das Wirken von Hitze, Hydrodynamik, wie strömen Gase und so weiter, in einem Modell zusammenfügt. Sehr aufwendige Modelle sind das. Wissenschaftler arbeiten Jahre ihres Lebens daran, so ein einzelnes Modell zu programmieren. Und das liefert dann zum Teil Erkenntnisse. Für den Wissenschaftler nicht in Form eines so schönen Filmes, den man dann daraus auch erzeugen kann, wie wir ihn hier gerade sehen. Ein Stern ist entstanden und gerade schon wieder explodiert. Hier nebenan entsteht ein weiterer Stern, explodiert auch gleich. Oder hier, da entsteht er, jetzt leuchtet er und jetzt explodiert er gleich wieder. Da ist er explodiert. Für den Wissenschaftler sind das Ergebnisse, die in Form von Zahlenkolonnen, von Diagrammen herauskommen, aus denen man dann Erkenntnisse gewinnen kann darüber, wie diese Sterne existieren, was da die Abläufe sind. Aber es ist natürlich nützlich, um es zu visualisieren, um anzuschauen, wie es ausgesehen haben mag damals. Wie gesagt, weitere Sterne gab es noch nicht, das waren die ersten. Im Hintergrund alles finster. Wesentlich daran war, dass hier die ersten schwereren Elemente entstanden und in diesen Supernova-Explosionen freigesetzt wurden. Was wir hier sehen, Wasserstoff und Helium, das hat der Urknall bereits geschaffen. Das ist gleichzeitig der Motor fast aller heutigen Sterne, auch der Sonne. Protonen, Wasserstoffatomkerne, verschmelzen in so einer Kaskade, wie sie hier schematisch gezeigt ist, zu Heliumatomkernen. Dabei wird Energie freigesetzt, deshalb scheint die Sonne. In schwereren, großen Sternen aber gibt es auch andere Kernfusionsreaktionen, bei denen aus Helium dann wiederum noch schwerere Atomkerne entstehen. Hier zum Beispiel Kohlenstoff. Und dann Sauerstoff, Silizium, Eisen. Nicht alle chemischen Elemente, aber das Gros derjenigen, die für die Entstehung eines Planeten wie der Erde zum Beispiel wichtig sind. Wir kommen aus dem Inneren der ersten oder aus dem Inneren später entstandener und wieder vergangener Sterne. Alle Elemente unseres Körpers, außer Wasserstoff und Helium, Helium haben wir wenig im Körper, Wasserstoff viel, alle anderen Elemente stammen aus Sternen, die wir, wenn man so will, poetisch gesprochen, in uns aufgenommen haben. Ein Teil von deren Überresten. Damit kommen wir zur zweiten Etappe, die Milchstraße und die Sonne. Jetzt kommt die dunkle Materie zum Zuge, eigentlich schon eben, als die ersten Sterne entstanden sind. Die dunkle Materie ist nicht diesem Zwang unterworfen, gegen Hitze anarbeiten zu müssen, wenn sie unter der Schwerkraftwirkung verklumpt. Dunkle Materie ist anders als alle Atome, die wir kennen, anders als die gewöhnliche Materie. Dunkle Materie verklumpt leicht und einfach, weil sie diesen Gegendruck nicht verspürt. Dadurch ist sie schneller, gleichzeitig auch gibt es mehr davon, auch das hilft. Und natürlich kann man dunkle Materie nicht sehen. Sie ist genau genommen nicht dunkel, sondern sie ist unsichtbar, durchsichtig, wenn man so will. Was wir hier sehen, ist wieder eine Computersimulation, in der man wieder das Ausgangswissen, die physikalischen Gesetze hineinsteckt und dann sieht, auf diese Weise müsste dunkle Materie verklumpen zu Filamenten. Dort, wo sie sich schneiden, bilden sich Knoten, hier gelb gezeigt. Alles natürlich künstlich eingefärbt. Dunkle Materie hat keine Farbe, logischerweise. Und an diesen Knotenpunkt müsste die dunkle Materie durch ihre Schwerkraft nun das Gas, die gewöhnliche Materie, Atome, Wasserstoff und Helium, versammelt haben, angezogen haben. Dort sind die ersten Sterne entstanden, an den Knoten dieses Netzwerks. Die Knoten wuchsen, damit wuchs auch die Menge von Gas, die angezogen wurde. Und in den großen Knoten, die später entstanden, Sie sehen hier oben die laufende Uhr, es ist jetzt 2 Milliarden Jahre nach dem Urknall gleich, jetzt haben wir 2 Milliarden Jahre, da entstanden langsam die ersten großen Milchstraßen. Und das wiederum ist ein Prozess, den man ebenfalls in Computersimulationen sehen kann.
die dann nun das Gas zeigen. Also jetzt ist hier keine dunkle Materie mehr dargestellt, sondern in grau-grünen Farbtönen Wasserstoff und Heliumgas, in blauen Farbtönen junge entstandene Sterne und gleich später kommen noch rötliche Farbtöne alte, gealterte Sterne. Und man sieht, es bilden sich Wirbel und Strudel. Das liegt jetzt an zwei weiteren Effekten, nennen wir es mal den Eiskunstläuferin-Effekt und den Pizzabäcker-Effekt, Vergleiche, die in jedem Oberstufenphysikkurs oder in jeder Physikvorlesung vorkommen. Sie kennen das wahrscheinlich selber aus eigener Anschauung. Wenn etwas sich langsam bewegt und dann sich verkleinert, wenn die Eiskunstläuferin sich dreht und die Arme heranzieht, dreht sie sich schneller. Wenn Gasklumpen auf ein Zentrum zuströmen und sich langsam bewegen und aufs Zentrum zulaufen, bewegen sie sich auch schneller und beginnen zu kreisen. Selber Effekt. Wenn etwas schnell kreist, das Modell des Pizzabäckers, wenn der den Teig schleudert, so im klassischen italienischen Küchenmodell, dann wird es flach, wird der Teig ein flacher Fladen. Und so ist es auch bei allen sich frei drehenden Anordnungen von Materie, was früher vielleicht kugelrund ist oder irgendwie unförmig ist und sich dreht, flacht ab durch die Drehung. So bildet sich ganz zwanglos, das kann man sich allein schon anhand von Kuchen- und Wintersporterfahrung erschließen, eine flache Scheibe. Im Detail, um zu gucken, wie es im Detail abläuft, führt man erneut solche Computersimulationen durch und vergleicht die mit Beobachtungen. Man kann ja mit großen Teleskopen, mit dem Hubble-Teleskop zurückblicken in die Frühzeit des Universums und schauen, stimmt das, was ich in der jeweiligen Zeit sehe, mit dem überein, was diese Simulationen mir sagen? Und ganz vereinfacht und verkürzt gesagt, das Ergebnis lautet, jawohl, passt. Wir können gut beschreiben heute, wie Milchstraßen entstehen. In grober Näherung auf jeden Fall. Und dann ist es soweit, 5 Milliarden Jahren vor der heutigen Zeit, dass die Milchstraße, wenn man so will, fertig war, zumindest der heutigen Form ähnelte. Vor 5 Milliarden Jahren, im, wenn man so will, Spätsommer des kosmischen Jahres, hatten wir eine fertige Milchstraße, wie die, in der wir heute leben, mit Spiralarmen, mit einem hellen Zentrum, in dem sich vor allem alte Sterne versammeln. Und wir sind hier mit der Sonne am Rand des Ganzen, auf halbem Weg vom Zentrum zum Rand vielleicht. Natürlich war die Sonne noch nicht da, die musste noch entstehen. Dazu kommen wir jetzt. Wir schauen erneut in einer Computersimulation, ich gehe nochmal zurück, in einen dieser rot leuchtenden Bereiche. Das sind nämlich die Zonen, kleine rote Flecken, sieht man auf Fotos fast aller Milchstraßen, Zonen, in denen gerade aktiv Sterne entstehen. Das rote Leuchten ist Wasserstoffgas, das von den jungen Sternen, die sich darin befinden, zum Leuchten angeregt wird. Eigentlich ist das Wasserstoffgas nicht leuchtend, heiße Sterne bringen es erst dazu, heiße, gerade entstandene Sterne. Und dazu sehen wir hier erneut eine solche Simulation, die zeigt, wie aus Gas, das in langsamer Driftbewegung ist, langsame Dichtefilamente bildet, von Magnetfeldern zum Teil, die es überall im Universum gibt, beeinflusst und teils gelenkt wird, dann tatsächlich Verklumpungen bildet, Stellen, wir hatten es zu Anfang gesehen, wo Materie eng zusammengedrückt wird, aufgeheizt wird und dann eben runde, sphärische, leuchtende Kugeln heißer Materie, Sterne bildet, die hier als kleine weiße Punkte herauskommen, erneut. Also so ein Wechselspiel von Beobachtung und Theorie. Die Beobachtung liefert die Grundstrukturen, die man in solchen Gaswolken im All findet. Das Computermodell erlaubt es, daraus dann Rückschlüsse zu ziehen, wie die weitere Entwicklung verlaufen müsste. Und das hier ist ein Ort, der zeigt, wie die Entstehung der Sonne verlaufen sein müsste. Die war nicht direkt als Stern der, wenn man so will, ersten Runde aus einer solchen Gaswolke entstanden, sondern, wenn man so will, in einer zweiten Runde unter dem Einfluss der schon vorhandenen Sterne. Wenn man dieses Bild genauer anschaut, dann sieht man hier eine Gruppe von Sternen. Das sind die zuerst entstandenen aus einer vorher großen, runden oder vielleicht halbwegs runden Gaswolke. Die Sterne leuchten hell, haben einen starken Sternenwind, heiße Materie, die von den Sternen wegströmt. Auch die Sonne hat heute noch ihren Sonnenwind, bei diesen jungen Sternen umso mehr. Und durch ihre heiße Strahlung, durch den Sternenwind, höhlen sie diese Wolke aus. Was wir sehen, ist im Grunde so etwas wie eine Schüssel, die wir senkrecht von oben hineinschauen. Wir sehen hier den Rand der Schüssel und wir schauen dann in die Tiefe auf den Boden der Schüssel, der hier etwas bläulicher erscheint. Und am Rand, da gibt es diese Gebilde, wenn man den Kopf leicht neigt, kann man sich vorstellen, das sind vielleicht sowas wie Säulen, so nennt die NASA das, die Säulen der Schöpfung. Hier sehen wir mit dem Auge des Hubble-Teleskops auf den Kopf, nämlich genau diesen Bildausschnitt hier, den Kopf einer solchen Säule. Und was da passiert ist, dass dichteres Gas von diesem Sternenwind von oben angeströmt wird, das kommt hier von oben ins Bild gelaufen und dabei wird dieses dichtere Gas aufgeheizt und naja, es verdampft gleichsam. Natürlich, Gas ist schon gasförmig, Gas kann nicht verdampfen, das kann man sich schwer vorstellen. Wir haben hier Gas in, wenn man so will, drei verschiedenen Dichtegraden. Das sehr dünne Gas, das durchsichtig ist, das von oben angeströmt kommt, das dichtere Gas, das diese Säulen bildet und das dann aus diesen Säulen, wenn es sie wegschiebt, wenn es sie
beseitigt langsam nach und nach dann die allerdichtesten Bereiche, kleine Klumpen sehr dichten Gases, die man hier also als kleine Fortsätze herausschält. Globule nennt man die. Das sind die Orte, an denen neue Sterne entstanden sind. Genauso sah vermutlich der Punkt aus, an dem die Sonne entstanden ist, aus einer solchen Globule in einem solchen Gasnebel. Und man kann genau sagen, wann das war. Vor 4,567 Milliarden Jahren, das ist mal eine Zahl, die man sich einfach merken kann, wenn man die Folge der Ziffern sieht, 4, 5, 6, 7, im kosmischen Jahr, weil man es so genau datieren kann, ebenfalls recht genau zu sagen, am 1. September gegen 15 Uhr, wir können die Uhrzeit relativ präzise angeben. Und das kann man so genau datieren, weil uns hier zwei Sachen helfen. Erstens, wir haben Überreste aus dieser Zeit, die ältesten Meteoriten nämlich. Ich kann hier mal so einen in eine mal hochhalten und wir haben noch eine extra Kamera aufgestellt, in der, wir es mal versuchen können, das reinzuhalten. Wir haben das vorher mal probiert. Ich gucke mal rüber zu Tobias, ob wir mal die Kamera wechseln können. Genau. Man kann aus Meteoriten sehr genau datieren, wie alt die sind. Und was uns dabei hilft, ist ein zweiter Effekt. Man hat herausgefunden, dass einer dieser zuvor entstandenen Sterne als Supernova explodiert ist. Diese Supernova ist als Schockwelle durch die Wolke gerast auf diese Säule, auf diese Globule, wo einen Tritt versetzt, einen Impuls gegeben und dadurch das, den Beginn des Kollapses, des Zusammenziehens zum Stern eingeleitet. Und dabei ist Material der Supernova, wenn man so will, Supernova-typisches Material, ich will nicht ins Detail gehen, in diese Globule hineingeschaufelt worden. Und das können wir heute noch in Meteoriten finden. Und daraus rückschließen, erstens, die Sonne ist auf genau diese Weise unter dem Einfluss einer von außen reinlaufenden Supernova-Schockwelle entstanden. Und zweitens, außer anhand der Elemente, die da abgelagert wurden und die dann radioaktiv zum Teil zerfallen sind und denen man heute noch gewissermaßen an der Nasenspitze absehen kann, ablesen kann, wie viel Zeit vergangen ist seit dem Beginn des Zerfalls, eben seit der Supernova, also seit dem Tritt, der Auslöser der Entstehung der Sonne war, kann man heute noch genau diese Zeit angeben. Wie das im Detail funktioniert, dazu haben wir nächstes Jahr, Anfang Februar, einen Vortrag in unserem Vortragsprogramm mit einem Wissenschaftler von der Uni Münster, der uns da genau über Meteoriten berichten wird, Professor Bischoff. Dazu also dann mehr und jetzt weniger. Die Entstehung der Sonne kann im Modell vielleicht so oder ähnlich ausgesehen haben. Die Globule, wenn man hineingeschaut haben könnte, natürlich die Größenverhältnisse stimmen hier nicht ganz, es ist ein Schema, die Globule mit vielen kosmischen Staubteilchen durchsetzt, undurchsichtig im Inneren, wieder das Modell Eiskunstläuferin und Pizzabäcker im Team, eine rotierende Scheibe, dasselbe Spiel wie bei der Entstehung der Milchstraßen, wann immer Materie auf ein Zentrum strömt, ist eine rotierende flache Scheibe das Resultat und hier mit dem Nebeneffekt, dass im Kern der Stern sich bildet und nach oben und nach unten senkrecht zwei Gasströmungen, Jets, hinausschießen. Auch das wieder ein Effekt, den man in Computersimulationen nachprüfen kann sozusagen, aber den man auch in Beobachtungen sieht. Hier nochmal ein detailliertes Modell, das verdeutlicht, Magnetfelder spielen eine Rolle. Magnetfelder, die überall im Universum existieren, die von sich bewegendem Gas zum Teil mitgenommen werden und im Falle einer rotierenden Scheibe, die hier klein und rot zu sehen ist, dann verdrillt werden gewissermaßen und dadurch der Materie erlauben, nach oben und nach unten zu entkommen gleichsam, aber eben nicht in Richtung der Scheibe. Hier noch einmal im Schema zu sehen, dass der Großteil der Materie strömt von außen in diese rotierende Scheibe, versammelt sich dort, ein kleinerer Teil nur, der kann von Magnetfeldern geleitet senkrecht nach oben und unten entkommen, solange Materie von außen einströmt. Das ist gewissermaßen, wenn man so will, das Leuchtfeuer, das uns zeigt, da entsteht gerade ein Stern. Und das sieht man wiederum, das Hubble-Teleskop beobachtet es überall im Kosmos. Hier sind wieder einige Globulen, hier zum Beispiel oder hier verborgen. Und das sind die Jets, die Leuchtfeuer, die uns zeigen, dort entsteht jetzt gerade ein Stern. So muss es auch ausgesehen haben, als die Sonne gerade im Moment ihrer Entstehung war. Jets schießen zu zwei Seiten hinaus. Auch hier nochmal im Bild des Hubble-Teleskops viele Beispiele im Einzelnen gezeigt. Die Sonne ist da. Jetzt kommen wir zur Erde. Die Erde natürlich ist als Beiwerk der Entstehung der Sonne in dieser rotierenden Scheibe als einer von acht Planeten entstanden. Wir sehen hier wiederum im Auge des Hubble-Teleskops einige solcher protoplanetarer Scheiben, wie man sie nennt.
Und hier ist bereits die Steinentstehung so weit fortgeschritten, dass kein Material mehr von außen einströmt. Deswegen können wir die Scheiben jetzt direkt sehen. Es gibt auch keine Jets mehr. Wir sehen die Scheiben vor dem Hintergrund des leuchtenden Gases in der Ferne dieser Gaswolke, dieser größeren Anordnung, dieser kosmischen Landschaft, in der die Globule sich einst befunden hat. Und den Stern selber, den neu entstandenen Stern, sehen wir als rötliches Glimmen in der Mitte der protoplanetaren Scheibe. Dasselbe Rezept wie zuvor auch kommt wieder zum Einsatz. Man nimmt diese Beobachtungen, die Daten, die man im Universum findet und schaut in Computersimulationen, wie es im Detail ablaufen müsste. Hier sehen wir eine solche im wissenschaftlichen Modell simulierte protoplanetare Scheibe, in die wir all unser Beobachtungswissen hineinstecken und dann sehen, in der Scheibe müssten sich durch Wirbel, durch Strudel die Planeten bilden, und zwar die Gasplaneten. Die sind zuerst da gewesen vermutlich. Und wir sehen hier ein Szenenbild, 4 Minuten im kosmischen Jahr, also einige Millionen Jahre, nachdem die Entstehung der Sonne begonnen hat, ist die Sonne bereits so gut wie fertig und in der um sie umgebenden Scheibe hat sich bereits der erste Planet, der Jupiter, gebildet, beziehungsweise er ist dabei zu entstehen und reißt dadurch so eine Lücke in die Scheibe. Denn das Material, das hier die Sonne umkreist, hat sich versammelt im Jupiter. Wenn wir im Detail schauen, dann ist es etwas diffiziler. Es sind mehrere Etappen nötig, damit ein Planet entstehen kann. Ganz am Anfang stehen Staubkörner, die es im Universum überall gibt, die aus Kohlenstoff, Sauerstoff und anderen Elementen, die Sterne abgegeben haben, nach und nach entstanden sind. Diese Staubkörner sind nur Mikrometer groß, haben mit irdischem Hausstaub, den wir, wenn wir alle gut putzen, natürlich nicht zu Hause haben, nichts zu tun. Sondern sind viel kleiner, haben aber etwas mit unserem Staub zu Hause gemeinsam. Sie bilden größere Flocken und Klumpen, wenn man sie lässt. Nur wenn man bei uns den Staub wegsaugt, dann natürlich nicht. Aber wenn man kennt das, Staub lange genug irgendwo stehen hat, in der Abstellkammer, wo auch immer, dann bilden sich große Staubklumpen, Wollmäuse. Und genau damit haben wir es hier zu tun. Kosmische Wollmäuse waren der Anfang der Entstehung der Erde. Und das ging recht schnell im frühen Sonnensystem. Nur einige hundert Jahre in Wirklichkeit, einige Sekunden im kosmischen Jahr und schon hatten wir so große Aggregate, die dann als nächster Verarbeitungsschritt zu kleinen Steinkügelchen wurden. Chondren nennt man die. Die findet man in Meteoriten. Ich kann es nochmal versuchen, Ihnen in meiner Kamera hier zu zeigen, aber ich glaube, wenn wir da versuchen, wie Kamera da in der Kleinen, ich glaube, das ist nicht gut genug zu sehen. Es wird nicht ganz scharf. Sie sehen da so einige weiße Kügelchen. Oben und unten, ich kann es jetzt schlecht zeigen. Ach, wissen Sie, wir gehen zurück zum Computerbild, es ist doch einfacher. Zumal das hier ein schöneres Beispiel ist, als das, was wir selber in der Sammlung haben. Diese kleinen Kügelchen, das sind diese Chondren, das waren mal kosmische Wollmäuse, die dann aufgeheizt wurden, es gab Hitzepulse in der frühen protoplanetaren Scheibe, aufgeschmolzen wurden und dann wieder erstarrt sind zu nunmehr kugelrunden Gesteinskügelchen. Voilà, die erste feste Materie, naja, nicht ganz, aber fast die erste feste Materie im frühen Sonnensystem. Als nächstes kommt ein Problem. Die Wissenschaft ist sich nicht ganz im Klaren, wie aus solchen vielleicht Zentimeter oder Dezimeter großen Brocken dann Meter, hunderte Meter große Objekte entstehen konnten. Man nennt das die Metabarriere. Damit meint man keine Wand, die da irgendwo stand, sondern man meint eine theoretische Barriere. Es gibt theoretische Probleme, man weiß noch nicht genau. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Man ist sich noch nicht ganz sicher, wie der nächste Schritt abgelaufen ist. Aber eins ist klar, er ist passiert. Wir haben heute fertige Planeten, nicht nur im Sonnensystem, sondern Tausende und Abertausende bei anderen Sternen wurden schon entdeckt, sodass die Sache klar ist. Planeten sind häufig im Universum. Es gibt eine Lösung für die Metabarriere. Wir wissen nur noch nicht, welche die richtige ist, so ganz genau. Vielleicht kann uns Herr Bischof darüber Neues berichten. Schauen wir mal. Der nächste Schritt auf jeden Fall zu größeren Objekten, hunderte Meter groß, Kilometer groß, Planetesimalen, muss nach einigen 10.000 Jahren in der Realität etwa einer Minute im kosmischen Jahr vollzogen gewesen sein. Und das mag ausgesehen haben wie auf diesem Bild hier. Das ist ein heutiges Objekt. Damals wird es aber ganz ähnlich ausgesehen haben. Ein fliegender Schutthaufen, bestehend aus kleineren Felsbrocken, aus Steinen zum Teil, völlig unzusammenhanglos. Wenn man also nur von der Schwerkraft lose zusammengehalten, wenn man da mit einer Baggerschaufel ordentlich reinhauen könnte, dann würde das Ding auseinanderfliegen. Noch kein festes Objekt. Die wiederum haben aber, weil sie groß genug waren, jetzt erstmals einander die Schwerkraft der anderen Genossen verspürt und sind durch Schwerkraftwirkung dann aneinander gezogen worden und zu Protoplaneten verklumpt. Protoplaneten, damit meint man jetzt hunderte, vielleicht tausend oder einige tausend Kilometer große, richtig große kugelrunde Aggregate, die erstmals unter der Gewalt der Schwerkraft in eine runde Form gezwungen wurden. Das hat länger gebraucht, einige Millionen Jahre, 1 bis 2 Stunden im kosmischen Jahr. Im Weiteren merken wir jetzt, es gibt 2 Typen von Planeten. Weiß fast jedes Kind.
Gasplaneten, groß draußen im Sonnensystem, terrestrische Planeten wie die Erde mit festem Boden im inneren Sonnensystem. Die Gasakkretion, also das Anziehen von Gas, sodass ein riesiger Gasplanet entstehen konnte im äußeren Sonnensystem, ging recht schnell, einige Minuten im kosmischen Jahr. Der andere Prozess, der zu erdähnlichen Planeten führte, war langwieriger. Da hatten wir Dutzende, vielleicht hunderte Protoplaneten im frühen Sonnensystem und aus denen musste jetzt sowas wie die Erde oder die Venus werden. Das hat gebraucht. Es gab unzählige Kollisionen, aus denen irgendwann dann Objekte der Größe unserer Erde wurden. Einige 10 Millionen Jahre in der Realität, ein Tag im kosmischen Jahr. Ein schönes Resümee, Zwischenresümee, von der Entstehung der Sonne bis zur Erde, ein Tag im kosmischen Jahr. So kann es ausgesehen haben im frühen Sonnensystem, ein Szenenbild aus unserer Vorführung Zeitreise, ein Protoplanet, ein hypothetischer. Bei Protoplaneten ist ein wesentlicher Schritt passiert. Die waren zum ersten Mal kugelrund, hatten zum ersten Mal die Schwerkraft, dass es im Inneren auch durch den Druck heiß wurde und durch die Entstehungswärme, dass da Objekte von außen einschlugen. Wärme, die zu innerer teilweise Schmelze führte und damit zu dem, was man als Differenziation bezeichnet. Dadurch, dass es teils aufgeschmolzen ist, können schwere Elemente, Eisen, nach innen sinken, leichtere bleiben oben, Gestein. Und dadurch hat man diese Struktur, ein Eisenkern im Inneren, Gesteinsmantel und Kruste außen. Und dass das bereits ganz früh passiert ist, und dafür haben wir Beweisstücke, es muss unzählige Kollisionen gegeben haben, bei denen bereits fertige Protoplaneten wieder zerrissen wurden. Bruchstücke auch aus dem Kern rausgeschleudert wurden, Eisenbruchstücke. Eisenmeteoriten gibt es nur deshalb. Die stammen, jeder Eisenmeteorit ist ein Bruchstück aus dem Kern eines zerstörten Protoplaneten. Und da habe ich hier mein nächstes Beispiel, quasi unser Beweisstück, dass das so gewesen ist. Ein besonders schönes Stück, nämlich, ich halte es hier mal in die Kamera, ein sogenannter Pallasit, eine besondere Art von Meteorit, der kein reiner Eisenmeteorit ist. Sie sehen auch Eisen, aber Sie sehen diese grünlich-gelben Kristalle, Olivin, Mantelgestein. Das ist ein Meteorit, ein Bruchstück, das bei einer solchen Protoplanetenkollision genau aus der Grenzzone zwischen Kern und Mantel rausgeschleudert wurde und das uns zeigt, dass solche Protoplaneten damals zerstört wurden und dass die einen Aufbau bereits hatten, ähnlich wie heute die erdähnlichen Planeten mit Kern und Mantel. Unsere Erde ist die Quelle solcher Kollisionen. Manche waren destruktiv und haben das Material in alle Richtungen zerstreut, andere waren produktiv und haben dazu geführt, dass es nicht überall hin verschleudert wurde, sondern zu größeren Objekten führte. Und die letzte Kollision dieser Art, die muss sich im kosmischen Jahr am 2. September, am frühen Nachmittag gewissermaßen ereignet haben. Die Erde, fast fertige Erde, schon von einer dichten Gashülle umgeben, stieß zusammen mit einem fast marsgroßen Protoplaneten. Man hat ihm einen Namen gegeben, auch wenn er nicht mehr existiert, Theia. Die Erde, die Protoerde und Theia kollidierten am 2. September, spät nachmittags. Ein katastrophales Ereignis, von dem wir heute wissen, einerseits aus Erforschung zum Beispiel von Mondgestein, andererseits wiederum aus Computersimulationen, die dann hier zeigen, die Kollision, so ein Streifschuss vermutlich, hat die Erde fast ganz zerrissen, aber eben nur fast, und zur Entstehung des Mondes geführt. Die Erde erreichte ihre heutige Größe und der Mond war da. Und so sah sie aus, die Erde, nach der Entstehung. Wenn Sie sich hier auf diesem Satellitenbild Nord- und Südamerika hier oben wegdenken, dann hätten Sie ein Bild, ein ganz gutes Bild der frühen Erde. Vermutlich war die Erde zu Anfang ein Wasserplanet. Wasser war sehr früh da. Das weiß man aus Untersuchungen der ältesten Gesteine oder genauer gesagt aus Einschlüssen in den ältesten Gesteinen. Aber ansonsten gab es vermutlich anfangs nur Vulkaninseln. Da, Hawaii zum Beispiel als Inselkette. Vulkaninseln waren der Anfang der Bildung der Kontinente, vermutet man. Und damit wird ein typischer Ausflug auf die frühe Erde, hätten wir als Zeitreisender die Chance dazu, vielleicht so ausgesehen haben, wie in diesem Szenenbild aus unserer Vorführung Zeitreise jetzt wieder. Das haben wir übrigens speziell für Sie, nur für Sie, die gerade jetzt den Vortrag hören, als 360-Grad-Video vorbereitet. Sie können das nachher oder morgen anschauen als 360-Grad-Video auf YouTube. Wir veröffentlichen das nicht, sondern wir stellen das nur online für diejenigen, die jetzt hier zuschauen. Heißt auf Deutsch, wir werden den Link nachher am Ende des Vortrags hier im Chat posten. Und Sie sehen hier ein Ausschnitt-Szenenbild aus diesem 360-Grad-Video. Deswegen sieht der Sternprojektor hier so seltsam verzerrt aus, weil ich da aus dem 360-Grad-Video so einen Screenshot gemacht habe. Kommen wir zur vierten Etappe, das Leben. Die schwierigste Etappe, denn wir wissen es nicht, wie das Leben genau entstanden ist. Es gibt viele Theorien. Es gibt mindestens zwei gute Theorien. Eine gute Theorie möchte ich Ihnen näher präsentieren und die hat zu tun mit der Tiefe der Meere. Heißen Quellen, warmen Quellen am Meeresboden, weißen Rauchern. Raucher deswegen, weil da
aus geologisch aktiven Zonen, wo sich Lava nah unter dem Meeresboden befindet, warmes Wasser emporsteigt, in dem chemische Substanzen gelöst sind, die sich dann absetzen, ausfallen und dadurch dann interessant wirkende Schlote bilden, weiße, aus weißen Gesteinsformationen, daher weiß, Raucher, weil er eben dieses Wasser, trübe Wasser aufsteigt, ist kein Rauch natürlich. Und das sind Orte, die möglicherweise die Orte waren, an denen das Leben entstanden ist. Wie genau? Naja, zunächst mal, wie gesagt, ist es nur eine Möglichkeit. Es gibt ganz viele Theorien. Das ist jetzt übrigens die komplizierteste Folie im ganzen Vortrag. Sie müssen nicht alles lesen oder sagen wir es genauer. Bitte lesen Sie nicht alles. Bitte versuchen Sie es gar nicht erst. Aber es gibt viele mögliche Orte, wie das Leben entstanden sein kann. Viele Wege, auf denen es passiert sein kann. Viele konkurrierende Theorien. Die zwei vielversprechendsten sind vermutlich die, die ich unten auf dieser Liste aufliste. Hydrothermalquellen. Dazu kommen wir jetzt im Detail, oder tiefe Spalten in der kontinentalen Kruste, wo auch Wasser mit chemischen Substanzen darin gelöst auf- und abgestiegen ist. Aber schauen wir genauer auf die Hydrothermalschlote und wir sehen hier so ein Modellbild, in der das schematisch einmal gezeigt ist. Es gibt einige Dinge, die dafür sprechen. Diese Hydrothermalschlote, durch die strömt das Wasser durch eine Vielzahl kleiner Kammern, die aus dem Wasser ausfallenden chemischen Elementen gebildet werden. Schwefel und Eisen ist da dabei zum Beispiel. Und man kann sich vorstellen, da strömt Wasserstoffgas aus der Tiefe empor. Das ist chemisch reaktiv. Da kann man viel mit anstellen als angehender Biochemiker. Und deswegen ist das eine sehr gute Umgebung per se schon einmal. Es gibt einige Dinge, also, die dafür sprechen. Zum einen, wenn Leben entstehen will, braucht es eine Hülle. Das ist fast so eine Art Henne-und-Ei-Problem. Ohne Hülle kein Leben, ohne Leben keine Hülle. Und die Hülle wird hier zwanglos möglicherweise von diesen Hohlräumen geliefert. Die Protohülle, die Urhülle, bevor Zellen entstanden sind. Eisen und Schwefel in den Kristallwänden hatten eine katalytische Wirkung. Das heißt, können die Entstehung mancher Moleküle, die das Leben braucht, Sie alle wissen, wir, das Leben basiert auf bestimmten großen Molekülen, Proteinen, DNS, Desoxyribonukleinsäure, das musste alles entstehen. Dafür braucht es chemische Reaktionen und diese chemischen Bedingungen dort können geholfen haben. Ein weiteres charmantes Detail ist, dass manche chemische Reaktionen, die das Leben am Anfang benutzt hat, um Energie zu gewinnen, ja, man denkt, Leben bekommt Energie, indem es was isst, oder indem es sich von Sonnenlicht in Anführungszeichen ernährt, aber das gab es damals alles noch nicht. Die allerersten Lebensformen haben sich ernährt, indem sie zum Beispiel Wasserstoffgas zu Methangas verstoffwechselt haben. Und das ist hier quasi anorganisch passiert, oder Teilprozesse davon. Und das frühe Leben hat auf solche Prozesse, die ohnehin schon liefen, möglicherweise nur aufgesattelt. Also sich sinngemäß gesagt, oh schön, da mache ich mit, da baue ich eine Hülle drum, da bin ich am Leben. Natürlich ist es bei weitem nicht so einfach, wie man es jetzt klingen lassen kann, aber auch das ist ein möglicherweise wichtiges Detail. Ganz spannend ist, dass die frühesten Lebensformen, die man kennt, die frühesten Zellen, die frühesten Arten von Bakterien, zwei grundlegende unterschiedliche Sorten von Hüllen haben. Also im Inneren ähnlich sind, aber im Äußeren unähnlich. Ich selber kann mich umziehen, habe ich eine andere Hülle, wunderbar, das kann ja so ein Einzeller nicht. Da müssen also zwei Arten von Hüllen unabhängig entstanden sein, bei ähnlichem Inhalt. Erklären kann man sich das eigentlich nur, ich wüsste jedenfalls keine bessere Erklärung, wenn man annimmt, dass das erste Lebewesen, das schon alles konnte im Grunde, aber noch keine Hülle hatte, ohne Hülle lebte, hüllenlos. Und dann erst die Hülle, nämlich zwei verschiedene Hüllen, erfunden hat. Und das würde bedeuten, das erste Lebewesen war vielleicht in diesem Modell der Inhalt einer solchen Kammer in einem Hohlraum. Und erst danach hat sich's ausgebreitet, hat dann sich in andere Kammern verbreitet. Jede Kammer war dann, wenn man so will, ein Lebewesen für sich und es haben sich zwei Arten von Hüllen dann gebildet und erst die Kammern, die Hüllen erfunden haben, konnten oder deren Nachkommen konnten raus. Gut, ganz dumm gesprochen, ich war, wenn ich rausgehe, ziehe ich mir was an. Klingt jetzt sehr albern, Entschuldigung. So mag es hier ein ganz einfaches Modell gewesen sein. Wir haben das in der Vorführung Zeitreise einmal im Film produziert, dargestellt. Man sieht hier im Modell, wie aus den ersten Molekülen Aminosäuren und Ribonukleinsäuren Ketten entstehen. Spontane Polymerisation, das kann man im Labor auch nachvollziehen, das passiert auch im Labor. Da bilden sich die ersten Ribonukleinsäuremoleküle, Moleküle RNS und die ersten einfachen aus Aminosäuren bestehenden Peptide. Und das sind Sachen, die sich gegenseitig verstärkt haben können. Die RNS kann sich selber kopieren. Am Anfang des Lebens stand, das weiß man genau, die RNS. Und die RNS trat mit Proteinen in Wechselwirkung
Das führte dazu, dass die Desoxyribonukleinsäuren, Ribonukleinsäuren anfingen, Informationen zu speichern, die dann wiederum beschrieben, also in diesen Ketten, war durch die Abfolge von, ja, jedes Glied ist ein Buchstabe, wenn man so will, auf der Kette. Und diese Buchstaben wiederum haben durch Wechselwirkungen, die sich da ergeben haben, sich mit einzelnen bestimmten Aminosäuren zusammengetan, bis dann irgendwann bestimmte Buchstaben, das war gar nicht so vorgesehen, das ist durch Zufall, durch eine Verkettung von Zufällen passiert, bestimmte Buchstaben, bestimmte Glieder auf der RNS auf einmal für bestimmte Aminosäuren standen und dann hier die Proteine anhand der Ribonukleinsäuren als Bauanleitung entstehen konnten. Proteine und Ribonukleinsäuren, das Grundrezept des Lebens bis hin zur Bildung dieser Hüllen, wie eben im Schema gezeigt. Ein mögliches Szenario. Es gibt andere Szenarien, wie es anders abgelaufen sein könnte. Ich will jetzt nicht alles durchgehen. Das ist ein Szenario, das wir in dieser Vorführung präsentieren. Ein wahrscheinliches Szenario. Alles, was wir wissen, ist, das Leben war irgendwann recht bald da. Aber wir wissen nicht, was am allerersten Anfang stand. Die ältesten Beweise für vorhandenes Leben finden wir vor 3,5 Milliarden Jahren in Form solcher Gebilde, das ist ein rezentes, heutiges Beispiel, Stromatolithen. Stromatolithen sind im Grunde, wenn man so will, versteinerte Bakterienmatten. Was man hier sieht, diese Gesteinsklumpen, die da im Meer liegen, die wachsen ganz langsam über lange Zeit empor in bestimmten Umweltbedingungen, unter bestimmten Umweltbedingungen, wo andere Lebewesen ungern leben, gibt es das heute noch, an dieser Stelle in Westaustralien zum Beispiel. Da wächst also irgendwo ein Bakterienrasen, nichts als Bakterien, niemand, der sie frisst, sonst würde es nicht wachsen, versteinert, dann wächst darüber die nächste Schicht und so weiter und so fort und dann bildet sich so eine Gesteinsknolle über lange Zeit. In fossiler Form findet man das an den ältesten Stellen vor 3,5 Milliarden Jahren. Das ist das älteste Leben, was man kennt. Und es hat sich weit entwickelt seitdem, zu anfangs langsam, später immer schneller. Warum? Das schauen wir jetzt. Das wesentliche Rezept ist natürlich die Evolution, die biologische Evolution, Mutation und Selektion. Zufällige Änderungen der Buchstaben der DNS führen dazu, dass sich, wenn die DNS sich geändert hat, natürlich dann ein anderes Protein beim Ablesen herauskommt. Und damit das Lebewesen, das diese Veränderung erlitten hat, andere Eigenschaften bekommt durch abweichende Proteine. In der Regel ist das Quatsch, was daraus kommt, also im Sinne einer Weiterentwicklung, die natürlich niemand sinnhaft verfolgt. Aber im Sinne, in den meisten Fällen kommt da nichts, wenn man so will, in Anführungszeichen Sinnvolles bei heraus. Man kann sich so vorstellen, als wenn ich ein Gedicht geschrieben habe, einen Buchstaben zufällig austausche, in der Regel kann ich das Gedicht dann zerknüllen und wegwerfen. Aber in ganz seltenen Fällen kommt etwas viel Schöneres dabei heraus, wenn ich einen Buchstaben zufällig austausche. Und das sind die Fälle, die dann im Falle eines Lebewesens, dass sich eine solche Eigenschaftsänderung erfährt, dann zu mehr Nachkommen führt. Hilfreiche Mutationen. Natürlich plant das niemand, das sind alles reine Zufälle, die sich dann aber verbreiten, wenn sie etwas, wenn man so will, Vorteilhaftes hervorbringen. Am Anfang, in einer Generation, mag das ein kleiner Unterschied sein. Über mehrere Generationen kann dieser Effekt sich potenzieren oder tut das in der Regel. Und auf einmal, naja, nicht auf einmal, nach langer Zeit, bekommt man eine neue Art auf diese Weise. Das läuft seit Jahrmilliarden ab. Das führt zu allen, wenn man so will, Erfindungen des Lebens, von der Nutzung des Sonnenlichts über die Erfindung von Beinen und Köpfen und Gehirnen bis hin eben zu den Details des Gehirns, die uns Menschen dann zu intelligenten Wesen machen. Der erste wesentliche Schritt, ich sagte es schon, war, dass Leben nicht mehr nur von chemischen Substanzen im Wasser leben konnte, sondern das Sonnenlicht nutzen konnte. Blaualgen, Einzeller, haben das zuerst gelernt, in Anführungszeichen, und haben Sauerstoff freigesetzt bei der Photosynthese. Der Sauerstoff sammelte sich nicht im Wasser, sondern wurde sofort wegoxidiert, könnte man sagen, hat nämlich mit Eisen, das im Wasser gelöst war, Eisenoxid gebildet. Und zwar in großen Mengen, das ging vorher nicht, weil vorher der freie Sauerstoff fehlte. Jetzt, dank des photosynthetischen Lebens, war er da. Und den Beweis, dass das vor ungefähr 2 Milliarden Jahren in großem Stil begonnen hat, haben wir in Form solcher Bändereisenerze. Und da habe ich ja Bändereisenerze. Und da habe ich hier auch wieder ein Beispiel. Ich weiß nicht, welche Kamera nehmen wir. Ja, genau, nehmen wir die. Da sieht man diese roten Streifen. Ah, jetzt ist das mit der Beleuchtung schlecht. So. Diese roten Streifen, die man hier sieht, ich zeige das mal. Diese roten Streifen, das ist das Eisenoxid, was sich im Urmeer abgelagert hat. Dieses konkrete Beispiel ist jetzt nicht 2 Milliarden Jahre alt, aber das Prinzip ist das gleiche. Diese Striche, die stören uns nicht, die sind später entstanden. Diese roten Striche, das ist dieses in Schichten abgelagerte Eisenerz. Und
das Ganze, warum das jetzt in einzelnen Streifen passiert, anstatt in einer großen, dicken, roten Lage, ist noch nicht ganz klar in der Wissenschaft. Aber möglicherweise hängt es damit zusammen, dass Sauerstoff für die ersten Lebewesen giftig war. Im Grunde war das so eine Art Sauerstoffkrise. Ja? Der erste Sauerstoff ist sofort wegoxidiert worden, hat die Lebewesen nicht gestört, weil er direkt mit dem Eisen zusammen verschwunden ist. Irgendwann war kein Eisen mehr da und dann haben die Lebewesen gespürt, sinngemäß, so ein Mist, wir sterben alle, weil da zu viel Sauerstoff ist. Dann gab es weniger Lebewesen, weniger photosynthetisch aktive Lebewesen. Eisen konnte sich wieder sammeln, hat sich wieder angereichert im Meer. Es war weniger Sauerstoff da, weil der dann wieder ganz wegoxidiert wurde. Dann konnte das Leben sich wieder verbreiten, das photosynthetische Leben. Und so ging es hin und her. Möglicherweise war das der Grund. Möglicherweise gab es andere Gründe. Auf jeden Fall eine Sauerstoffkrise, die vor 2 Milliarden Jahren ungefähr einsetzte. Da beginnt der Sauerstoffgehalt in dieser Diagramm gezeigt. Anfangs kein Sauerstoff in der Atmosphäre. Vor 4 Milliarden Jahren, 3 Milliarden, vor 2 Milliarden Jahren ging es hoch. Weniger als heute, aber es war da in der blau markierten Zone. Und die heutigen Sauerstoffmengen gibt es erst eigentlich seit, wenn man so will, kurzem im kosmischen Jahr, seit so 700 Millionen Jahren vielleicht. Sauerstoff war noch aus zweitem Grund möglicherweise ein Problem. Irgendwann war das Meer gesättigt mit Sauerstoff. Das Leben passte sich an. Die Evolution bewirkte, dass irgendwann irgendwann Lebewesen lernten, mit Sauerstoff zu leben. Und dann gelangte Sauerstoff in die Atmosphäre. Erstmals. Und dort hat es auch wiederum mit Gasen, die vorher dort in großer Menge vorhanden sein konnten, reagiert, die dann verschwanden. Methan zum Beispiel. Methan ist ein sehr potentes Treibhausgas, das die Erde damals warm hielt. Ein weiteres Detail, ich will es nicht groß erläutern. Die Sonne war früher weniger hell als heute, hat erst heute ihre heutige Helligkeit erreicht. Früher war es deswegen kühler auf der Erde. Warm genug, dass Wasser flüssig war, war es nur, weil es früher viel Methan, viele Treibhausgase gab. Der Sauerstoff hat sie beseitigt. Das Leben hat sich fast sein eigenes Grab geschaufelt und das sah so aus. Die Erde ist fast vollständig eingefroren. Wissenschaftler streiten noch, ob es am Äquator eine eisfreie Zone gab oder nicht. Und Grund war, möglicherweise, auch da viele Gründe denkbar, aber ein Grund möglicherweise, der viele Sauerstoff in der Atmosphäre hat Treibhausgase, die vorher da waren, beseitigt in einem Maße, das zur Abkühlung führte. Die Marinoische Eiszeit. Vor 650 Millionen Jahren, Mitte Dezember des kosmischen Jahres, ist die Erde fast vollständig eingefroren. Und glücklicherweise gibt es da immer einen Weg raus aus einem solchen globalen Treibhaus. Dadurch ist die Erde dann wieder aufgetaut. Nicht wahr? Vulkane haben dann wiederum neue Treibhausgase abgegeben und die konnten, weil kein Sauerstoff mehr rauskam, aus dem Meer war ja Eis drüber, dann sich wieder ansammeln und haben dadurch wieder zu einer Aufwärmung der Erde geführt. Aber dennoch, wir sind schon Mitte Dezember des kosmischen Jahres. Vielleicht fragen Sie sich, was ist denn nun? Wo ist denn das Leben? Na gut, wir haben es, aber das Leben, das wir sehen und anfassen können, Tiere und Pflanzen, das kommt jetzt. Eine Grundlage braucht es noch, die Zellen, die wir bisher gesehen haben. Blaualgen, Bakterien, die sind nicht ausreichend. Leben braucht, um mehrzellig sein zu können, viel mehr Energie. Warum? Weil es viel mehr Information braucht. Schauen wir mal erstmal auf den Stammbaum hier. Das ist die heutige Situation, der Stammbaum allen Lebens. Wo sind wir? Zunächst mal, es geht nicht von unten nach oben, sondern von der Mitte nach außen. Alle Lebewesen, die heute existieren, sind gleichberechtigt. Alle sind gleich lang von der Evolution auf ihre Eignung geprüft worden. In dieser Hinsicht, und das ist eigentlich die einzige, die die Natur interessiert, sind wir alle gleichwertig mit jedem Bakterium und jedem anderen Lebewesen auf der Erde. Daher diese Darstellungsform. Wir sehen hier also jede Menge einzelliges Leben außen und nur drei kleine Zipfel hier unten sind mehrzelliges Leben. Pilze, Tiere und Pflanzen, jeweils durch drei typische Gattungen dargestellt. Pilze, Tiere und Pflanzen. Und damit das passieren konnte, musste erst diese dritte Art von Einzellern entstehen, die Eukaryoten, die Zellen mit Zellkern, die viel komplizierter aufgebaut sind. Hier ein Beispiel, eine typische Pflanzenzelle und eine typische tierische Zelle. Und Sie sehen schon, das sieht deutlich komplizierter aus als ein Bakterium. Da gibt es diese Organellen, diese inneren Strukturen in der Zelle. Und mehrzelliges Leben konnte nur daraus entstehen, aus gutem Grund. Mehrzelliges Leben ist kompliziert. Das braucht jede Menge Informationen, damit die Zellen zusammenarbeiten können. Das braucht gewissermaßen, mit Augenzwinkern schaue ich auf die Funktionsweise unseres Museums hier, in dem ich arbeite, braucht eine gute Verwaltung. Eine gute Verwaltung, die all die Informationen verarbeiten konnte, damit der Organismus funktionierte. Und das heißt, eine solche Zelle braucht mehr Informationen und mehr Energie, um die Informationen verwalten zu können. In so einem einfachen Bild könnte man sagen, wenn ein Bakterium seine Informationen auf, sagen wir, einer Festplatte speichert, stimmt nicht, ist viel weniger, reicht eine Diskette, die meisten wissen nicht mehr, was das ist. Aber gut, wenn ein Bakterium seine Informationen auf einer Festplatte speichert, braucht eine solche eukaryotische Zelle tausende Festplatten.
die nicht im Schrank stehen, sondern die alle angeschlossen sein müssen und laufen gleichzeitig. Das heißt, es braucht viel mehr Energie, um die Information abzulesen. Ganz einfach, wenn ich mehr Informationen verarbeiten will, brauche ich mehr Energie. So, und wie bekommt eine Zelle mehr Energie? Jetzt kommen wir zur Problemlösung. Was musste passieren, damit mehrzelliges Leben entstehen konnte? Ich brauchte mehr Energie. Aber nicht mehr Energie irgendwann im Laufe der Zeit, sondern auf einmal, in der gleichen Zeiteinheit. Eine höhere Energiedichte, wenn man so will. Wie schaffe ich das? Ich muss mehr essen. Okay, klar. Ich muss mehr Energie zu mir nehmen. Nun stellen Sie sich mal vor, Ihnen sagt jemand, ja, Sie sollen mehr essen, weil Sie mehr Energie kriegen sollen. Sie kriegen nicht ein Rindersteak zum Abendessen, Sie kriegen eine Tonne Rindersteak, das sollen Sie in derselben Zeit aufessen. Einzige Chance, Sie brauchen mehr Münder, Sie brauchen Helfer. Die Zelle selber musste sich mehr Münder anschaffen. Das mag jetzt albern klingen, aber ich komme zum Punkt. Die Zelle verarbeitet ihre Energie an der Membran. An der Zellmembran außen herum sind bestimmte Moleküle eingearbeitet, Proteine, die, wenn man so will, als Torsteher da bestimmte chemische Prozesse steuern, die letztlich dem Energieumsatz der Zelle dienen. Der Energieumsatz der Zelle ist proportional zur Membranfläche. Also, jetzt kann jeder Oberstufenschüler wahrscheinlich raten, was die Lösung ist. Oberflächenvergrößerung. Die Membran muss sich in Falten legen, und zwar richtig intensiv. Das sieht man hier überall in den Zellorganellen. Das ist die Lösung, um an mehr Energie zu kommen, um überhaupt erst diese Informationsmenge, die man brauchen wird, verarbeiten zu können. Ich erzähle jetzt alles so, als wenn eine Planung dahinter steht. Natürlich hatte niemand vor, mehrzellig zu werden, das ist ja klar. Aber das war der Weg dahin. Also, 5 Schritte. Erstens, Membranmechanik. Die Zellen mussten lernen, Membranen falten zu können. Kein einfacher Schritt. Warum sollte ein Bakterium das tun? Ja, gibt ja erstmal keinen Grund dafür. 2. Schritt, Endosymbiose. Große Zellen haben kleinere Zellen, also Zellen, die Membran falten und sich kleinere Zellen einverleiben konnten durch Membranumstülpung, einverleibt. Diese grünen Klumpen, die man hier überall sieht, das sind die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen. In jeder von unserer Zelle, bei Ihnen im Körper, bei jeder Pflanze, bei jedem Mehrzeller, Mitochondrien. Das bewirkt die Energiemenge, die man verarbeiten kann, die Energiedichte. Dieser wichtige Schritt vor 1,5 Milliarden Jahren, Mitte November im kosmischen Jahr. Damit war es dann möglich, das Genom zu vergrößern, mehr Informationen, die bildlich gesprochenen 1000 Festplatten anzuschließen. Damit war die Informationsmenge da, um mehrzellige Lebewesen verwalten, überhaupt bauen zu können, die Grundlage. Eine zweite wichtige Entwicklung, jetzt eigentlich kein Schritt, sondern eine parallele Sache, ganz wichtig auch, um jetzt diesen Speicher auch sinnvoll füllen zu können, also um die ganzen weiteren Entwicklungsschritte zu vollziehen, die Evolution eben einfach auf diesem Speicher arbeiten zu lassen, da sinnvolle Inhalte, sinnvolle immer im Sinne unserer Überlegung, wie kommen wir zu Menschen natürlich, reinzuschreiben, musste das Ganze schneller passieren als bisher. Wenn die Bakterien wie bisher mit ihren zufälligen Mutationen weitergemacht hätten, dann säßen wir heute noch nicht hier, sondern das hätte noch viel länger gedauert. Die zufällige Variation durch Mutation musste statt einem Zufall nun regelmäßiger werden, schneller passieren. Und das war die sexuelle Fortpflanzung. Wann immer zwei Elternteile sich fortpflanzen, mischen sich die genetischen Informationen und die Mischung ergibt neue Variationen, die dann wiederum im Mechanismus Selektion geprüft wird und zu neuen Arten auf einem schnelleren Wege führen kann oder zu neuen Eigenschaften. Also das Gaspedal der Evolution, da wurde ein Gang hochgeschaltet sozusagen. Da ging es richtig los. Und das zusammen, komplexes Genom durch Energie, durch Membranmechanik und die schnelle Evolution, das war der Weg, die Autobahn zur Mehrzelligkeit. Diese Schritte hier, die ich aufliste, die waren möglicherweise schwierig. Ich weiß nicht, kommen wir später nochmal am Ende zu, ob das Ganze, wenn man das Universum resetten könnte und neu starten könnte, nochmal so passiert wäre. Sobald wir Eukaryoten hatten, war die Autobahn frei und der Weg zur Mehrzelligkeit war da. Bis wir sie hatten, ungewiss. Das waren eine der ersten Pflanzenarten, primitiv, mehrere Zellen, aber noch ganz simple Struktur, Wollwox-Grünalgen. Auch die ersten Tiere waren sicherlich sehr einfach strukturiert. Und die ersten fossilen Tiere, die man findet, hatten ganz seltsame Baupläne. Man weiß nicht, wie diese Tiere so vor 600-700 Millionen Jahren im Ediacara-Zeitalter ganz fremdartige Körperformen, wie die wirklich gelebt haben. Wir sind immer noch Mitte Dezember im kosmischen Jahr. Alle großen Grundarten von Bauformen, wenn man so will, von Tieren, Insekten, Wirbeltiere, die kamen erst einen Schritt später im Zeitalter des Kambriums, vorletzte Etappe, Deutschland im Kambrium. Da hat das Leben auf einmal angefangen, ganz wild zu experimentieren, könnte man sagen. Wie so einem Grundschüler, dem man einen Chemiebaukasten in die Hand drückt und mal gucken, was bei rauskommt. Auf einmal war eine Vielzahl von Bauplänen da und die Wissenschaftler kratzen sich am Kopf und fragen sich, warum das alles auf einmal? Die kambrische Explosion, sagt man auch. Ich finde es ganz amüsant, dass ich hier ein Bild eingefügt habe oder vergessen habe, rauszuwechseln aus der Produktionsphase unserer Show Zeitreise, wo unser Grafiker Robert Perlock überall noch Dummy dran geschrieben hat, weil wir noch nicht wussten, wie wir das grafisch genau umsetzen.
ist insofern amüsant, als dass die meisten dieser Bauformen, die das Leben empfunden hat, damals wieder ausgestorben sind. Zum Beispiel sowas hier unten, ne, oder sowas. Diese Bauform gibt es überhaupt nicht mehr. Aber wir finden in dieser Zeit auch unter anderem vielen anderen Sorten, die wieder verschwunden sind, die ersten Ursprünge der Insekten, die ersten Ursprünge der Wirbeltiere. Der Grund dieser, wenn man so will, explosiven Entwicklung, so viele große Variationen auf einmal, ist nicht ganz klar. Vielleicht der Sauerstoff, der erstmals nach dieser Eiszeit erstmals ausreichend da war. Vielleicht andere Gründe, die mit dem Zurückgehen des Eises, mit dem Freiwerden ökologischer Nischen und so weiter zu tun haben. Viele weitere Punkte will ich nicht näher darauf eingehen. Auf jeden Fall war ab jetzt der Weg relativ geradlinig, natürlich überhaupt nicht geradlinig, aber ich zeichne ihn jetzt mal etwas geradliniger. Die ersten Wirbeltiere am 18. Dezember morgens, also ihr Urahn, wenn Sie weit genug zurückschauen in Ihrem Stammbaum, sah so aus. Dann die Amphibien, so oder ähnlich, die ersten Tiere, die aus dem Wasser kamen, ihre Ur- und so weiter Großmutter vor 380 Millionen Jahren. Pflanzen gehören nicht zu unserem Ahnenstammbaum, klar. Die ersten Pflanzen an Land waren noch ganz niedrige Gewächse, noch ohne Blätter. Das musste alles erst anfangen natürlich. Im Karbon ging es schon richtig rund. Im Karbonzeitalter vor 300 Millionen Jahren. Zwar keine Bäume, wie wir sie heute haben, aber so Gewächse, wie wir sie heute als Kräuter kennen, Schachtelhalme, Bärlappgewächse und so weiter, waren damals riesengroß, dutzende Meter hohe Bäume. Und da habe ich ein ganz tolles Beispiel, das will ich mal in die Kamera halten. Jetzt muss ich schwer heben. Von unseren Paläontologen, nämlich einen Baumschachtelhalm, sage ich mal ganz naiv. So, ich halte das mal in die große Kamera, das kann man, glaube ich, gut sehen. Jetzt habe ich das Mikrofon. Das ist so ein Riesenschachtelhalm, der baumartig gewachsen ist. Das findet man heute im Wald im Unterholz oder, ich rede jetzt wahrscheinlich Blödsinn, ich bin kein Biologe, aber das ist damals zu riesengroßer Baumform gewachsen und jetzt lege ich es wieder weg, weil es schwer ist, aber ein sehr schönes Exemplar. Vielen Dank an der Stelle an meine Kollegen Christian Pott und Lothar Schöllmann, die mich hier geologisch ausgerüstet und vorgebildet haben. Auch bei der Produktion der Zeitreisevorführung waren unsere Geologen und die anderen Wissenschaftler des Museums alle intensiv mit dabei. Zum Beispiel hier bei diesem Modell der Riesenlibelle, 70 cm Flügelspannweite, die im Karbon hier in Westfalen lebte unter anderem. Das haben wir hochdetailliert, unser Grafiker Robert Perdock wieder, bearbeitet aufgrund von Vorlagen unserer Wissenschaftler. Nächster wichtiger Schritt, Reptilien. Lebewesen, die nicht mehr ins Wasser gehen mussten, um sich fortzupflanzen, die ihre Eier oder sonst wie ihre Nachkommen an Land großziehen konnten. Am 23. Dezember im kosmischen Jahr, also wir sind schon, kommen schon schnell aufs Ende zu. Warmblütige Tiere, auch wichtig, dass ich und Sie und wir heute jetzt nicht gerade in Winterstarre irgendwo liegen, sondern einen Vortrag halten und hören können, liegt daran, dass wir von einem dieser beiden, Sie wissen von welchem, abstammen, nämlich die Dinosaurier und die ersten Ursäugetiere am 27., nein, das stimmt nicht, die ersten Saurier, das ist viel länger her, das ist dieses eine Beispiel vom 27. Dezember, also im Bereich 23., 24. Dezember waren auch die Ursprünge von Dinosauriern und Säugetieren. Und jetzt gehen wir mal in die Ausstellung, um in Westfalen in der Kreidezeit zu schauen. Und jetzt würde ich gerne mit Ihnen um die Ecke gehen in die Ausstellung, aber wir haben das mal stattdessen anders vorbereitet. Oh, kommt da auch der Ton rüber? Irgendwas stimmt nicht. Das ist das Mikrofon. Wahrscheinlich nicht. Der Ton kommt nur über euer Mikros. Kannst du das Mikro ein bisschen näher dran halten? Bitte? Das Mikro ein bisschen näher dran halten. Vielleicht hört man es dann besser. Das Wahrzeichen unseres Museums, der Riesenammonit. Moment, das ist ein Fehler, Entschuldigung. Die Riesenammoniten und die Schwimmsaurier, das hat jetzt nicht so gut funktioniert wie gedacht. Ich hatte in der Ausstellung halt unseren Schwimmsaurier, ein Prachtstück unseres Museums gezeigt, der im Jura, also noch vor der Kreidezeit hier lebte, und die Riesenammoniten, die vielleicht so wie auf diesem Bild hier aussahen. Und wäre man damals als Zeitreisender schwimmen gegangen, hätte man
simpel gesprochen die Bekanntschaft mit einem 2 Meter großen Tintenfisch machen können. Es ist kein Tintenfisch gewesen, es war eine unabhängige Art von Lebewesen, die dann am Ende der Kreidezeit ausgestorben sind. Sorry, dass das jetzt mit dem Ton aus dem Video offenbar nicht gut klappt. Dann machen wir das doch mal anders, dann erzähle ich jetzt dazu und wir machen das Video leise. Warum sind die ausgestorben? Sie wissen es, da ist was eingeschlagen und das schauen wir uns jetzt auch einmal in unserer Ausstellung an, woher man das weiß, und da mache ich jetzt den Ton aber aus und rede selber dazu. Wir haben diesen Kreideblock bei uns in der Ausstellung stehen und dieser Kreideblock hat in sich eine dunkle Schicht, genau 66 Millionen Jahre alt. Darunter findet man in der Kreide Dinosaurierfossilien, darüber nicht. Was ist passiert? In der Schicht findet man den Aufschluss, 3 Dinge findet man in der Schicht, Asche, Iridium, eine Häufung des chemischen Elements Iridium, das auf der Erde selten ist und im Kosmos häufig und an manchen Orten, nicht an der Stelle in Dänemark, wo dieser Kreidefelsen herstammt, aber in Amerika, in dieser selben Schicht, die es überall auf der Welt gibt in Gesteinen dieses Alters, findet man geschmolzene Glaskügelchen, die dann also erstarrt sind natürlich. Und das steht, daraus schließt man, dass es eben einen riesigen Einschlag gab, in dessen unmittelbarer Umgebung in Amerika diese Glaskügelchen als hochgesteuertes Material wieder runtergefallen sind. Das Gestein ist geschmolzen, ist im Wiederrunterfallen erstarrt zu kleinen Kügelchen, die man dann überall findet. Gleichzeitig hat sich dieses Element Iridium aus dem Einschlagskörper überall verbreitet. Und die Asche stammt daher, dass überall auf der Welt die Wälder brannten. Und das schauen wir uns jetzt einmal im Video an, was da passiert sein muss. Hier sehen wir noch einmal die Kreide-Tertiärgrenze in Amerika. Man kann anhand dessen und auch anhand des Kraters, den man gefunden hat, in Mittelamerika, anhand von Schwerefeldmessungen, hier ein Bogen dichteren Gesteins an der mexikanischen Küste, Golf von Mexiko, genau datieren, wann das war, vor 66 Millionen Jahren, sogar auf 10.000 Jahre genau kann man sagen, im kosmischen Jahr, am 30. Dezember, 5.48 Uhr morgens, das Tod der Saurier. Und das jetzt hier einmal im Film, auch wieder aus unserer Vorführung Zeitreise. Da sieht man diesen Körper, einige Kilometer groß, auf die Erde zu rasen, 10.000 Kilometer pro Sekunde schnell etwa einschlagen, mit der Gewalt von unzähligen Atombomben eine gewaltige Explosion. Also wir Menschen könnten glücklicherweise keine so große Explosion auf einmal auslösen. Und dann fliegen die Trümmer in alle Richtungen. Und das Entscheidende ist, die Auswirkungen beschränken sich nicht auf den unmittelbaren Bereich. Die unmittelbaren Auswirkungen sehen wir hier. Ein freundlicher Tyrannosaurus, der lebt in Nordamerika, nicht bei uns, sieht, wie da über den Himmel sein Untergang herankommt. Er weiß natürlich nicht, was ihm blüht. Der Einschlag passiert, eine unglaubliche Hitzewelle durch das aufsteigende heiße Gestein setzt alles auf Kilometer hinaus in Brand. Dann kommt erst die eigentliche Schockwelle und fegt alles weg. Und der T-Rex in dem Fall ist tot. Aber das Schicksal hat nur die Lebewesen im unmittelbaren Umkreis ereilt. Das Entscheidende war, dass dann die Ejekta, die Trümmer des Einschlags, auf ballistischen Bahnen jeden Punkt der Erde im Grunde erreichten, auch die andere Seite der Erde, in die Atmosphäre wieder eintraten, dabei für Hitze sorgten und letztlich nicht durch Einschläge, sondern durch den heißen Himmel, der Himmel glühte weltweit, durch diese Reentries, zu Waldbränden geführt haben. Auf allen Kontinenten brannten die Wälder, Unmengen Asche entstanden, daher diese Ascheschicht, und es wurde dunkel auf der Erde, jahrelang, kein Sonnenstrahl, durch die Asche in der Luft. Asche schluckt Licht, Wolken schlucken kein Licht, Wolken streuen es nur, Asche schluckt das Licht, kein Licht kommt mehr zum Boden, finstere Nacht, Dunkelheit, vielleicht keine ganz finstere Dunkelheit, aber zu dunkel für Pflanzen, um zu wachsen. Jahrelang kein ordentlicher Pflanzenwuchs, Tiere sterben aus, Pflanzen sterben aus, Ende der Saurier. Nur wenige Arten konnten überleben und darunter war der Vorfahre nicht der ersten Säugetiere, die gab es schon vorher, sondern der ersten Affen, die Primaten, nahmen ihren Anfang. Jetzt beginnen wir in Riesenschritten durch die restliche Geschichte. Die letzte Etappe, der Mensch, kommt jetzt gleich. Einer unserer Vorfahren oder zumindest so ähnlich, Mitte Dezember, am vorletzten Tag des Jahres. Und der Mensch selber, auf unglaublich verschlungenen Wegen, den Stammbaum des Menschen können wir nicht genau aufzeichnen. Zwar weiß man zu bestimmten Stufen vor 4, vor 3, vor 2 Millionen Jahren, welche Arten damals lebten, aber es gibt jeweils viele konkurrierende. Es gibt nicht den einen klaren Stammbaum des Menschen. Aber in ganz groben Zügen gesprochen, der letzte gemeinsame Vorfahr von uns und den Affen, den Schimpansen, 19.30 Uhr am Silvesterabend, also wenn quasi die ersten zu frühen Partygäste schon kommen, trennen sich Mensch und Schimpanse. Der aufrechte Gang, den finden wir bei den Australopithecus-Arten vor 3,5 Milliarden Jahren, vielleicht etwa 21 Uhr im kosmischen Jahr. So kann er in einer Rekonstruktion ausgesehen haben, der Australopithecus, unser Vorfahr vor 3 Millionen Jahren. Dann folgten die ersten Steinwerkzeuge, etabliert längst bei Homo habilis vor
1,5 Stunden vor Mitternacht. Noch nicht so ein schöner Faustkeil, wie man ihn da sieht. Das ist ein jüngeres Exemplar, das ist vielleicht 1,5 Millionen Jahre alt hier. Dann ganz wichtiger Schritt, der Homo erectus vor 1,5 Millionen Jahren, eine Stunde vor Mitternacht. Die erste Menschenart, die Feuer nutzte, die die Sprache erfand oder den Anfang der Sprache setzte. Und die ersten Frühmenschen, wie gesagt, die Afrika verließen, das war diese Art Homo erectus. Eine zweite Wanderung aus Afrika vor 600.000 Jahren führte die ersten Frühmenschen auch nach Europa, der Homo heidelbergensis. Und der wiederum war der Urahn des Homo des Neandertalers. Den gab es 12 Minuten vor Mitternacht, also im Bild des kosmischen Jahres. Ne? Die Teilnehmer der Silvesterfeier schenken sich den Sekt zum Anstoßen ein, beim Anstehen in des Neandertalers. 12 Minuten vor Mitternacht. Wir, der Homo sapiens, sind wiederum in Afrika entstanden. 200.000 Jahre vor der heutigen Zeit, 8 Minuten vor Mitternacht, und haben dann als einzige Menschenart alle Kontinente erreicht. In grün hier der Homo erectus, in gelbbraun der Homo neanderthalensis, der Neandertaler. Das heißt, in Europa hat der Mensch der Homo sapiens den Neandertaler vorgefunden, sich mit ihm sogar vermischt. Was uns Europäer genetisch von anderen Menschengruppen unterscheidet, ist, dass wir 5% ungefähr, wenn ich nicht falsch liege, 5% Neandertaler-Gene in uns haben. Ja, wir sind, wenn man so will, die Neandertaler unter den heute, stimmt nicht. Aber ein Stück weit, wir sind da evolutionär näher dran oder genetisch näher dran. Anderswo hat der Mensch Erectus-Nachfolger getroffen und wiederum anderswo jungfräuliche Kontinente Amerika und Australien. Man weiß das aus Altersbestimmung von Fossilien, die man überall findet natürlich, aber auch durch molekulare Uhren im Genom. Das heißt, man untersucht die Häufigkeit bestimmter Genvarianten im Genom der Menschen unterschiedlicher Erdteile und findet da heraus, auch dadurch, dass man weiß, wie schnell solche Gene sich im Mittel ändern, wie lange die Verwandtschaft der jeweiligen Menschengruppen her sein muss. Also wie lange es her ist, dass zum Beispiel die Vorfahren der heutigen Amerikaner sich von den der heutigen Ostasiaten getrennt haben zum Beispiel. Also mit Amerikaner meint man natürlich die Ureinwohner. Das ist im Grunde der letzte Schritt. Ich möchte jetzt mit Ihnen auf der letzten Folie des Vortrags die letzten 2 Minuten im Schnelldurchlauf erleben. Wir haben uns, der Homo sapiens in Europa, vor 2 Minuten mit dem Neandertaler vermischt. Wahrscheinlich haben die Silvestergäste alle jetzt ihr Glas in der Hand. Europa und Australien erreichen wir, der Homo sapiens, vor 1,5 Minuten vor Mitternacht. Wir leider sind am Aussterben vieler Arten schuld, mittelbar auch an dem des Neandertalers vor 30.000 Jahren, 1 Minute vor Mitternacht. Religion und Kunst gab es wahrscheinlich schon vorher, aber richtig manifest wird es ebenfalls in diesem Zeitraum. Höhlenmalereien, prächtige wie diese hier, stammen ungefähr aus diesem Zeitraum. Amerika erreicht wird 30 Sekunden vor Mitternacht und die ersten Gebäude, wenn man so will, die Ursprünge des Sesshaftwerdens stammen auch aus diesem Zeitraum. Archäologen wissen heute, es waren nicht erst Siedlungen, Bauernhäuser da, nein, das waren die Tempel, die von noch nicht sesshaften Menschen regelmäßig auf ihren Wanderungen aufgesucht wurden zu bestimmten Zeiten des Jahres. 12.000 Jahre vor Mitternacht, wollte ich gerade sagen, 12.000 Jahre vor der heutigen Zeit, 30 Sekunden vor Mitternacht hier Göbekli Tepe im Süden der heutigen Türkei. Der erste Ackerbau später erst, vor 10.000 Jahren, bei uns noch später. Wichtiger Schritt auch in der kulturellen Entwicklung. Die Sahara war Grünland, besiedelt und wurde dann zur Wüste. Die Menschen konzentrierten sich in den Oasen am Nil. Auf einmal ganz viele Menschen auf engem Raum. Einer der Ursprünge der Hochkultur vor 16 Sekunden. Vor 15 Sekunden, ganz wichtig, ich wollte es hier eigentlich in roten Buchstaben ranschreiben, der Ursprung der Astronomie, jawohl, das ist wichtig. Schon vor 6.400 Jahren ein Sonnenobservatorium hier in Thüringen wurde das gebaut, in Sachsen-Anhalt, Entschuldigung, Sachsen-Anhalt, oh mein Gott, hoffentlich hört niemand aus Thüringen zu, aus Sachsen-Anhalt zu. Die Ringgrabenanlage von Goseck, wo die frühen Ackerbauern nach dem Sonnenstand die Jahreszeiten bestimmten, das war der Beginn der Astronomie. Damals bei uns in Deutschland, wir haben es erfunden, könnte man sagen. Schrift und Hochkultur in Ägypten, die Pyramiden, 12 Sekunden vor Mitternacht. Die Zeitenwende, 5 Sekunden vor Mitternacht. Die ersten, die noch nicht genau auf die Uhr schauen, stoßen schon an. Die Gründung von Münster, ganz wichtig, vor 2,7 Sekunden. Die Erde kreist um die Sonne schon länger, aber wir wissen es seit 0,9 Sekunden. Und natürlich, letzter Punkt muss sein, Eröffnung des Planetariums in Münster, 0,1 Sekunden im kosmischen Jahr ist es her. Da sind wir, alles ist beisammen. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Aber noch nicht ganz. Ich will noch einen Rückblick werfen mit Ihnen auf alles, was wir gehört haben und mich fragen, war das jetzt ein gerader, klarer Weg? Naja, gerade nicht. Aber war es ein Weg, der wieder so passiert wäre? Könnte man das Universum resetten? Gäbe es den großen Reset-Knopf Gottes?
würden wir wieder rauskommen? Nein, natürlich nicht als Menschen, wie wir sitzen. Hier sitzen mit zwei Armen, zwei Beinen und einer Nase im Gesicht. Aber würde wieder intelligentes Leben herauskommen? Ähnlich uns? Entfernt ähnlich meinetwegen? Vielleicht nicht. Oder vielleicht doch? Schauen wir mal. Das Universum wäre, das ist ja quasi die Voraussetzung, wieder entstanden und die frühe Entwicklung. Erste Sterne, Elemente, Galaxien wäre ziemlich sicher genauso abgelaufen. Das wissen wir ganz gut. Passende Sterne wie die Sonne auch. Das ist alles gut verstanden in der Astrophysik. Der Weg ist klar, da führt kein Weg dran vorbei. Der Reset-Knopf führt wieder zu Sternen wie der Sonne und zu Planeten wie der Erde. Zwar gibt es die Sache mit der Meterlücke, ich hatte es erwähnt. Es gibt theoretische Lücken hier und da, aber wir sehen das ja. Überall im Universum finden wir Planeten und Sterne wie die Sonne, kein Thema. Das Leben ist der große Knackpunkt. Vermutlich ja, schreibe ich dahin, aber wir wissen das natürlich nicht genau. Ein Indiz dafür, dass Leben im Grunde normal ist, wenn man so will, ist, dass es recht früh da war. Was ich Ihnen verschwiegen habe im Vortrag ist, dass das Leben, die ersten Beweise vor 3,5 Milliarden Jahren, die Entstehung der Erde 1 Milliarde Jahre früher, da denkt man, viel Zeit ist vergangen. Vermutlich ist die Erde bis zum Zeitpunkt der Entstehung des Lebens noch regelmäßig von großen Einschlägen getroffen worden. Nicht so etwas wie das Thea, wo der Mond entsteht und so weiter, kleinere Einschläge, aber immer noch groß genug, um einmal entstandenes Leben wieder auszuradieren. Das ist vermutlich passiert bis zu 3,9 Milliarden Jahren vor heute und nach 3,8 Milliarden Jahren vor heute, glaubt man, war das Leben da. Das Leben war vermutlich so gut wie sofort da, als es da sein konnte. Und wenn etwas sofort passiert, ist es unwahrscheinlich, dass es ein großer Zufall ist. Also, wir wissen es nicht, hier groß unterschrieben, Mars, Europa, damit meine ich den Jupiter-Mond Europa, da muss man nachschauen. Wenn wir da Leben finden, wenn wir irgendwo anders Leben finden, wissen wir, können wir im Grunde schlussfolgern, Leben ist was Normales im Universum. Deshalb immer dieser Fokus auf Mars, wo jetzt demnächst wieder was landen soll. Deshalb die Erforschung solcher Dinge. Ganz in Rot, ich weiß es nicht, aber vielleicht der große Flaschenhals, die richtigen Zellen, um höheres Leben, um Tiere hervorbringen zu können. Das kann echt ein Flaschenhals sein, wo man möglicherweise sagen muss, vielleicht ist Leben sogar im Universum normal und wäre bei dem großen Reset-Knopf auch wieder entstanden, aber vielleicht keine eukaryotischen Zellen. Ab da sagte ich, die Autobahn ist frei, Mehrzeller, wenn ich das habe, dann ja. Tiere, auch wieder unklar, mehrzelliges Leben ist mehrfach entstanden, unabhängig voneinander, Pilze, Tiere, Pflanzen, aber Lebewesen, die quasi denken können, die Nervenzellen haben, nur einmal. Das ist also von daher wieder unklar. Ab da ist es eigentlich klar, intelligenzfähige Tiere gibt es viele, also Tiere, die Ansätze von Intelligenz haben. Sogar sowas wie das Zentralnervensystem, das wir Menschen haben, das andere Tiere haben, ist mehrfach entstanden. Das bei Oktopus zum Beispiel, der auch in Richtung Intelligenz gehen könnte, unabhängig davon. Naja, und wieder ein bisschen unklar ist, ob wirklich, wenn man den Reset-Knopf beim Affen beliebig oft drücken könnte, immer wieder ein Mensch rauskäme. Aber naja, sagen wir mal vermutlich ja. Das wäre das Resümee zum Abschluss. Damit danke ich mich fürs Zuhören. Ja, und wenn es noch Fragen gibt, dann schauen wir mal, was im Chat so gesagt wurde. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier dabei waren. Ja, vielen Dank, Björn, für den tollen Vortrag. Es war jetzt wirklich von ganz am Anfang bis heute zu Menschen wirklich eine lange Reise, ganz, ganz viele Punkte. Wir haben noch nicht so viele Fragen im Chat gefangen, aber ich hoffe mal, dass Sie jetzt in dem Chat ganz viele Fragen eintippen, die wir auch noch gerne natürlich beantworten wollen. Eine Sache, die mir gleich mal aufgefallen ist, so die Frage am Ende, ja, ist natürlich eine ganz große Frage für den Menschen. Sind wir was Besonderes oder sind wir eher gewöhnlich? Ja. Und das ist wahrscheinlich eine Sache, die man noch länger untersuchen will. Man muss aber auch sagen, der Mensch entwickelt sich ja auch ein bisschen weiter, was das angeht. Wir haben ja jahrhundertelang gedacht, ja, natürlich ist etwas ganz Besonderes und es gibt nur uns. Also der Mensch ist definitiv nicht, das habe ich ja versucht auf diesem einen Bild zu zeigen, nicht sowas wie die Krone der Schöpfung, denn alle anderen sitzen auf der gleichen Höhe auf dem Baum, wenn man so will, wie wir. Natürlich haben wir aber gewisse Handwerkszeuge, die uns dann eben ganz praktisch definiert doch zu was Besonderem machen. Das kann man auch einfach so definieren. Ich glaube, keine andere Art hat so viele andere Arten zum Aussterben befördert wie wir. Das ist nichts Gutes, aber das zeichnet uns aus in negativem Sinne. Dadurch sind wir vielleicht im negativen Sinne was Besonderes, aber natürlich gibt es auch keine andere Lebensform, die, wie ich sagte, Kunst und Wissenschaft erfunden hat. Und da geht, glaube ich, das ganz Hässliche mit dem Wunderschönen einher. Man kann natürlich auch sagen, in der Evolution ist es recht typisch, dass irgendwann mal was dominiert. Die Saurier haben auch lange Zeit dominiert, ja. Über viele Millionen wirklich. Das ist natürlich eine Sache, da sind wir noch weit davon entfernt. Unsere Dominanz ist jetzt so, sage ich mal, in den letzten 3000 Jahren doch sehr stark angestiegen. Genau, in der zeitlichen Breite nicht, aber in der Intensität schon. Also ja. Wir sind viel...
Viel mehr Energieumsatz, viel mehr Aufwand, viel mehr Wirbel, wenn man so will, der entsteht bei uns als bei den Dinosauriern. Die waren natürlich die dominante Tierart, die gab es immer, die eine oder andere. Die spannende Frage ist natürlich, könnte jetzt sein, wie geht's weiter? In unserer Vorführung Zeitreise enden wir mit den Worten, wie wird die nächste Sekunde im kosmischen Jahr aussehen, also die nächsten 400 Jahre. Da gibt es natürlich ganz große Themen, ne? Klimawandel, die weitere Entwicklung der Menschheit überhaupt und so weiter. Und das wissen wir nicht. Wir werden in einem nächsten Projekt, das wir vorbereiten, wieder mit vielen anderen Planetarien zusammen, genau wie schon bei der Vorführung Zeitreise, einen Blick in die Zukunft wagen, aber ganz bewusst nicht in die Zukunft des Menschen. Darüber können wir nicht viel sagen, erst recht nicht, wenn wir Jahrtausende in die Zukunft schauen, wenn wir nicht nur über eine, sondern mehrere Sekunden des nächsten kosmischen Jahres nachdenken wollen. Aber wir werden auf die Zukunft des Universums als Ganzem schauen und das wird spannend. Da sind wir noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt ja geschlossen hier im Planetarium. Wenn wir wieder öffnen, dann soll es diese neue Vorführung geben. Und ich glaube, wir hatten gesagt, wir posten den Link. Das müssen wir noch machen. Das machen wir dann gleich im Anschluss. Posten wir in den Chat diesen Link zur Vorführung Zeitreise als 360-Grad-Video. Also schauen Sie noch ganz am Ende, wenn wir schon Tschüss gesagt haben, nochmal in den Chat rein. Dann kommt der Link, wie gesagt, der YouTube-Link. Ja, und wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann... Ja, Fragen habe ich jetzt keine gefunden. Viele Meldungen, dass es ein super Vortrag war. Danke sehr. Dann ist ja wahrscheinlich auch alles mehr oder minder klar gewesen, obwohl es so eine große Zeitspanne war. Und ja, schön, dass Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für die ein, zwei kleinen technischen Hiccups bitte ich Sie zu entschuldigen. Aber was ist denn so ein Livestream auch ohne den einen oder anderen kleinen Glitch? Dann wäre es ja gar nicht live. Das wäre auch schon wieder fast zu perfekt. Wir posten noch gleich den Link und... Also bleiben Sie noch kurz dran, damit Sie schon... Wir sollten noch den nächsten Vortrag kurz ansagen. Natürlich. Kommt aber auch auf der letzten Folie, glaube ich. Der nächste Vortrag, soll ich die Ansage machen? Ja, gerne. Also nicht auf meiner letzten Folie, sondern auf der letzten Ansicht, meine ich, nachdem wir Tschüss sagen. Wenn wir aber nicht mehr zu hören sind, leider. Ich sage es mal mündlich. Oh, ups. Hallo in die Kamera, hallo in jene Kamera. So, jetzt. Genau. Nächste Woche... geht es hier weiter in unserer Vortragsreihe online und gleichzeitig in der Vortragsreihe des Astronomievereins Sternfreunde Münster mit einem Vortrag über Entfernungsbestimmung im Weltall. Also ein eigentlich viel einfacheres, aber fundamental wichtiges Thema. Woher weiß man, nicht nur wie weit der Mond weg ist, da kann man ja fast nachmessen mit einem Raumschiff und Maßband, sondern woher weiß man, wie weit die Sterne, wie weit die Milchstraßen weg sind. Jürgen Stockel wird darüber nächste Woche in genau 7 Tagen berichten. Ja, dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Wiedersehen. Schalten Sie nächste Woche gerne wieder ein und bis dann. Tschüss. Tschüss.